die Fragen, die man. Der schaltet sich gleich weg. Das da ist er doch. Hast du? Alles ist gut, Helga. So, okay, jetzt siehst du mich. Die Fragen, die in einem ständig auftauchen, das Problem sind nicht die Fragen, die in dir auftauchen, sondern das sind die Antworten, die der zweite, die deine Logik. Ah ja, schon klar. Weil du ganz einfache, elementare Erkenntnisse immer wieder durch den zweiten weggedrückt bekommst. Was ist der zweite? Der zweite ist schlichtweg und einfach diese fehlerhafte Logik, die du zum Denken benutzt. Und solange du die einfachsten Sätze nicht verstehst, solange du immer Einseitigkeiten anstrebst, solange du nicht in der Lage bist, loszulassen von dem Glauben, und du hast dann von deinem alten Glauben losgelassen, wenn du zum reinen, wertfreien Beobachter deines eigenen Glaubens, deines eigenen Denkens wirst. Darum sage ich, die Meditation, die Selbstbeobachtung ist jetzt sehr wichtig. Eine Selbstbeobachtung bezieht sich nicht auf das rote Selbst. Das rote Selbst ist jetzt ein von uns bewusst ausgedachter Beobachter. Aber dieser bewusst ausgedachte Beobachter, wenn ich sage, ich beobachte mich, ist auch ein Gedanke. Wer denkt sich diesen Beobachter aus? Und da sind wir tausendfach drauf eingegangen. Und da macht es einmal heute kapadier. Das ist die Erkenntnis, ich bin etwas. Was magst du? Das eine Bild habe ich weggemacht. Ich hatte dich zweimal. Das ist jetzt genau, ich schmunzel jetzt, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass du eine komplett eigenständige Information hast. Ja. Ja. Was meine ich mit du? Wenn ich von du spreche, meine ich den Geist, der mich jetzt ausdenkt, der sich dieses Gespräch ausdenkt, der sich die Helga ausdenkt. Die Helga ist jetzt ein Gedanke, das ist nicht das Pixelmännchen auf dem Bildschirm. Der Udo ist ein Gedanke. Und was passiert, wenn du an dich selbst denkst? Dann bist du auch eine Information, aber eine sinnlich wahrgenommene Information, nämlich der, der jetzt vom Computer sitzt. Ja. Aber ich erkläre dir zuerst, wer du wirklich bist. Dieses wirkende Licht, sage ich immer symbolisch, die Lampe in einem Projektor. Rot gelesen, nicht flackernd, immer dasselbe Ich. Dein ganzes Leben lang warst du immer dasselbe Geist, dasselbe Bewusstsein rot. Und das, was ich jetzt, das sind ja Dinge, wo man Vorstellungen aufbauen, ist etwas, was ich nicht selbst vor sich hinstellen kann, ohne sich im selben Moment so einen Gedanken von sich selbst zu machen. Ja. Das heißt, wenn du das verstanden hast, weißt du, dass du ein ewiger, unsterblicher, unveränderlicher Geist bist. Ein unveränderlicher Geist ist ein unveränderliches Bewusstsein. Und das ist jetzt, wie ich immer sage, die Energie in der Einstein-Formel, dieses E-Quadrat. Ja. Das ist diese eigenartige Kombination. Kein esoterisches Geschwätz, kein religiöses Geschwätz und schon gar kein vollkommen geistloses naturwissenschaftliches Geschwätz. Und du kannst jetzt schon merken, dass jetzt eine Helga, wenn das Helga-Programm in dir läuft, die gerade das weggemacht hat, muss die Helga was anders sehen wie du. Aber der Witz ist, eine Helga kann bloß das sehen, was du dir jetzt hineininterpretierst, weil du bist nur ein Pixelmännchen und die Frage, ob das Pixelmännchen was sieht. Dann wird deine Logik wieder sagen, ja, das Pixelmännchen ist ja nur eine Aufnahme von einer Helga, die vor ihrem Computer sitzt, aber das sind alles deine Gedanken. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen komplett eigenen Traum. Und jetzt muss ich wissen, was der Mensch ist. Der Mensch ist ein Adam, ein Jahwe. Ich fächere das jetzt nicht auf, das kann man sich alles anschauen, wenn man das Holofeeling-Weib nimmt. Und das ist die erste Grundlage. Ich erkläre dir, was du bist und dann ganz grob, wie du funktionierst. Und jetzt sind diese alten Metaphern, die sich jetzt, und jetzt rede ich wieder bewusst raumzeitig, die letzten 25 Jahre angesammelt haben, die waren jetzt wieder absolut präsent und aktuell. Und es geht um die Entheiligung. Und ich bringe jetzt nochmal, habe ich schon ewig nicht mehr erzählt, diese Parallele zwischen dem Internet und dem menschlichen Körper. Ich habe darauf hingewiesen in den letzten Selbstgesprächen, dass die erste Veränderung darin besteht, dass du mit der neuen Erkenntnis nicht mehr sagst, mein Körper ist das an das, was ich denke, wenn ich jetzt an meinen Körper denke, sondern mein neuer Körper ist meine Traumwelt. Ja. Ich sage jetzt oberflächlich betrachtet, weil dir an dem ständigen Wechsel deiner Informationen sich nichts verändern. Das heißt, das Leben geht ganz so, wie bis dato du dir das jetzt ausdenkst, wie das angeblich im Laufe der Zeit abgelaufen ist, in dir geht ganz normal weiter. Du wirst, wenn du an dich denkst, immer noch an den Körper denken, an einen ganz bestimmten Körper denken.
Jetzt ist aber, wenn ich sage, mein Körper ist meine Traumwelt, ist mein Körper plötzlich nur eine Facette meines wirklichen Körpers. Ja. Pass auf, das ist sehr, sehr wie ich dick. Wenn du in dieses Zentrum wieder bewusst zurückkehren willst, wo ich immer sage, wo du Geist gar nicht hingehen kannst, weil du da ja immer bist. Du bist immer der Mittelpunkt deines Traums. Egal, was du um dich herum, wo du dich um dich herum hindenkst. Tausendfach erzählt, unheimlich simpel, wenn man es verstanden hat. Und ich mache jetzt einmal, jetzt ja genau zu. Ich sage, wenn du bist da, du bist jetzt an deinen Körper gedacht hast, ist das doch mal nur das Wort Körper da. An was denkst du, wenn du an deinen Körper denkst? Sagst du mal bewusst jetzt das Wort Körper. Das Wort Körper ist wieder wie unser Küche eigentlich nur ein Gefäß. Ein Chat, eine Kollektion von Einzelgedanken, wo mir jetzt sagen können, gut, mein Körper besteht aus den Körpergliedern, den Sinnesorganen, Blutkörperchen. Und jetzt kann man unheimlich viel, du wirst merken, was, wie viele Dinge du aufzählen kannst, wenn du mal anfängst, aus was besteht mein Körper eigentlich? Die Frage ist, aus Darmzoden, Nieren, Lungen, Urin, Kacke im Darm, Gehirnzellen und jetzt kannst du anfangen, ohne Ende dein ganzes medizinisches, naturwissenschaftliches Wissen auszubreiten. Jetzt ist natürlich, du denkst ja immer nur an einen, an den aktuellen Körper, dann kannst du sagen, ich habe einen Säuglingskörper gehabt und so geht das Spiel jetzt los. Aber was jetzt wichtig ist, wir halten zuerst fest, die Erkenntnis, dieser Gedanke, mein Körper, ist ein Chat, eine Kollektion von vielen Einzelgedanken, die ich Geist denke, wenn ich mir jetzt bewusst Gedanken mache, aus was besteht mein Körper. Und jetzt machen wir eine Parallele. Ich nehme das Internet. Ich sage jetzt, wir nehmen jetzt als Kollektion das Internet und da wissen wir, das Internet besteht aus Milliarden von Internetseiten, die können wir nochmal einteilen in christliche Seiten, in religiöse Seiten, in Muslimseiten, in hebräische Seiten, in arabische Seiten, in politische Seiten. Du merkst nochmal dasselbe Spiel. Ja. Das ist eine alte Metapher. Erinnerst du dich noch? Die habe ich öfter gebracht. Was jetzt interessant ist, wenn man mal diese zwei Metaphern, ob ich das jetzt Körper oder Internet nenne, es sind zwei Gefäße mit unendlich vielen Einzelteilen. Und jetzt springe ich wieder zu den Körpern und wir gehen jetzt mal gezielt in deine Logik, was passiert in dem Augenblick, wo du jetzt zum Beispiel dir Gedanken machst, aus was dein Körper besteht und du setzt jetzt ein einseitiges Wertesystem an und du sagst jetzt ja eigentlich, ich will die Kacke in meinem Darm und die Darmzonen und mit dem ganzen Scheiß will ich nichts mehr zu tun haben, das schmeiße ich jetzt ganz einfach raus. Dass ich diese Scheiße, diesen Gestank, diesen Brei nicht mehr in mir habe. Werde ich dann besser oder werde ich krank? Es wäre eine totale Selbstentheiligung, weil zu deinem heiligen Körper gehört dieses Plus Minus, gehört es dazu. Ja. Was natürlich in der Kombination eine vollkommen neue Qualität ergibt. Ja. Ich habe immer den Satz gesagt, wenn deine Geschmackspapillen, denen sprechen wir jetzt dein eigenes Bewusstsein zu, und diese Geschmackspapillen diskutieren mit Darmzoden, was schmeckt und was nicht schmeckt. Die werden sich nie einig werden. Das sind aber Sachen, wo du dir da keine Gedanken drüber machst. Das funktioniert alles bestens mit deinem Körper, vorausgesetzt, du definierst dich selber als gesund. Aber schon, wenn du dich deinen Körper als gesund definierst, ist er eigentlich schon krank, weil dann fällt die Krankheit. So ist es. Die Heiligkeit ist dann gegeben, wenn du eben nicht an diesen Körper als Ding an sich denkst. Ja. Dann existiert er nicht. Das ist der heilige Zustand. Bin ich oft drauf eingegangen. Und jetzt springen wir in das Internet rein. Für die Internetseiten die dasselbe für diese Einzelteile, die zu deinem Körper gehören. In dem Moment, wo du anfängst, irgendwelche Internetseiten zu verbieten, entheiligst du das Internet, du zerstörst das Internet und es wird krank. Diese ganzen bösen Seiten, ich mach's nochmal krass, Kinderpornografie. Ja. Und so weiter und so weiter. Hater. Ja. Alles, sobald du anfängst, irgendwas nicht haben zu wollen, entheiligst du dich. Ja, das ist so. Ja. Das ist die Krankheit deiner Welt. Ja. Immer daran denken, du bist jetzt ein träumender Geist und dein Traum ist eine, ich nenne das immer meine Führerscheinprüfungsbogenwelt, wo du zu erkennen hast, wo die eigentlichen Fehler liegen. Was Ursache ist für Entheiligung? Das ist bei diesen Polaritäten, in dem Moment, wo du sagst, ich will keinen Krieg mehr haben.
Du weißt, Sonnenschein, Regen, ich habe das so oft gesagt, das ist Ja. wie Krieg und Frieden. Wenn Ja. du keine Zerstörung mehr haben willst, kann auch was Neues nicht mehr entstehen, So ist weil es. das Alte, der Säugling muss zerstört werden, dass das ein Schulkind wird. Ja. Das ist so kindgerecht und Ja. einfach zu verstehen. Jetzt zeig mir die Weisen deiner Welt, die das verstanden haben. Die ganzen Weltverbesserer, die auf die Straße gehen und alle Einseitigkeiten anstreben. Und jetzt kommt das Schöne, was sind die jetzt? Nur ein Gedanke. Das war jetzt die ganze Zeit da. Nicht. Ständig wechselnde Geräusche aus einem Wechselbewusstsein. Lautsprecher, auf die du reagierst und eventuell Vorstellungen aufpasst. Ja. Das wischt ja vorbei. Du hast dir einen Gedanken noch nicht einmal richtig angeschaut, dann kommt schon der nächste Gedanke. Ja. Wir reden von dem, was Ja. hundertprozentig sicher ist. Das Spiel des ewigen Lebens, das du jetzt mit mir spielst, hat nichts zu tun mit diesen Gedanken, die in dir auftauchen, ob du die Udo oder Helga nennst oder Jesus nennst oder Politiker nennst oder Neandertaler nennst oder Dinosaurier nennst. Ich garantiere dir als der, der ich bin, diese Menschheit, das Wort Menschheit, was du dir aufgrund des Wort Menschheits ausdenkst, diese 7 Milliarden Trockennasenaffe und die Erdkugel, auf der sie sich befinden und im Laufe der Evolution entwickelt haben, die werden in deinem Bewusstsein genauso verschwinden und so nebensächliche Erscheinungen sein, wie wenn du jetzt an Dinosaurier denkst, die werden aussterben. Ja. Wenn du die nächsthöhere geistige Ebene betrittst, und ich betone nochmal, wir machen hier keine Religion und Esoterik, ich rede von Geist zu Geist, ist es einfach eine Entwicklungsphase, wie du unsere 3x3x3 Wachstumsstufen Ja. in Matrix 1, Ei, Embryo, Fetus, Eber. Du verlässt die Matrix 1, gehst in die Matrix 2, das ist die momentane Traumwelt. Dann hast du wieder unsere 3x3 Wachstumsstufen, wo ich dann sage, von der Geburt, vom Abnabeln, bis du in die Schule kommst, bis du sprechen kannst, dann kann ich dir Lesen und Schreiben beibringen. Dann die Pubertät, das ist normalerweise das Ende der Schulzeit, dann beginnt ein Berufslernen, dann beginnt die Welt der Sexualität und dann kommen die Wechseljahre, These, Antithese und dann kommst du in diese Alter, bis du ein Greis geworden bist. Und wenn du ein Gerei, ein geistiges Spiegelbewusstsein geworden bist und du weißt, dass alles um dich herum nur Facetten von dem einen Licht sind. Ja. Und dazu empfehle ich jetzt immer wieder, Grund-Selbstgespräche sind ja hunderte von Selbstgesprächen. Und dann sage ich, wann soll ich das alles lernen? Ich sage, ich mache Schnipp und dann weißt du es. Aber nur wenn du zuerst einmal zeigst, dass Neugier ist und dass du offen bist für was vollkommen Neues. Ja. Es geht um das Öffnen und du müllst dich noch so unendlich zu mit Rechthaberei. Weißt du, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es ist, wenn einer glaubt, er hat 10 Jahre Holofilling studiert und er geht noch welche Corona zum Demonstrieren. Ja. Ich sage zuerst einmal, du spielst deine Rolle ganz normal weiter. Das ist so viele Kleinigkeiten. Meine Professoren, die Holofeeling machen, und es ist nicht nur ein oder zwei, die müssen gar nicht, die wirklich wichtigen tauchen in deinem Leben gar nicht auf, weil ich die gar nicht erwähne. Ich sage, mach deine, geh, meine Lehrer, meine Feddings, die Helene, habe ich immer gesagt, wie die noch in der Schule war, geh und mach das, was du zu tun hast. Aber mit einer gewissen Qualität. Das heißt, weil jedes Wissenselement ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Dieser Konflikt, der auftaucht hier, ich wiederhole nochmal meinen Peter Fetting, wie er noch im Schuldienst war, der alte Mann jetzt schon längst in der Rente. Ja, ich weiß ja mittlerweile, dass die Erde keine Kugel ist und so weiter und so weiter und ich muss das ja meinen Schülern lernen. Das ist doch okay, das sind doch auch Wissenselemente, kleine einseitige Puzzlestücke, Wissenselemente, die in der Kombination mit den Widersprüchen was vollkommen Neues ergeben, wie aus Kreis und Dreieck eine neue Dimension wird. Und man kann viele Sprünge machen, wenn man aufmerksam zuhört. Und das ist ja, ich erkläre da immer wieder dieselbe Geschichte, es geht nur durch Wiederholen. Du wirst ein Meister, wenn du das wiederholst. Aber beobachte dich auch mal selber, wie magisch angezogen du noch bist von irgendwelchen Internetseiten, von irgendwelchen Themen, jetzt Corona zum Beispiel. Wieso existiert eigentlich noch Corona? Weil du noch resonierst. Wäre dir das vollkommen gleichgültig, wenn das der Fall ist? Ist mir Vielleicht gleichgültig. schmunzelst du jetzt bloß und es ist Ja, eine das stimmt. Wunderscheinung. Ich sage, betrachte dich doch wie das Wetter. Wenn du Ja. aus dem Fenster schaust, wo ist der Unterschied, ob du auf den Monitor schaust, auf dem Fernsehen oder ins Internet irgendwelche Internetseiten anschaust? Dann kannst du, wenn es Internetseiten sind, kannst du das schon steuern. Wer macht immer wieder dieselben Internetseiten auf? Da ist irgendwas, was dich magisch anzieht.
Das ist auch der Fall, wenn du dich maßlos über was ärgerst und was nicht haben willst. Das ist ein einfacher Satz. Solange du was nicht haben willst oder was bekämpfst, denkst du zwangsläufig an das, was du nicht haben willst. Und durch Bekämpfen wird es immer schlimmer. Würde es dir vollkommen gleichgültig werden, wird es in dir nochmal auftauchen. Also musst du mal demütig, hast du mal dir eingestehen, dass da was in dir drin ist, das dich permanent zwingt, dass es dir eben nicht eben ist Gleichgültigkeit, eben nicht gleichgültig ist. Das ist eine Selbsterkenntnis. Das geht bis ins Absolute herunter, dass das, was dir mit Sicherheit nicht gleichgültig ist, und das sage ich jetzt zum Helga-Programm, ist dein Körper. Denke mal die Odyssee, wenn du zurückblätterst, den ständig gesund machen zu wollen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, ich weiß. Ja. Das ist ein Lernprozess, bis man das einmal durchschaut und dann sagt, das ist eigentlich so wurscht, weil der Körper ist ein Gedanke, ob ich jetzt an einen Körper denke oder an einen Stein oder an ein Haus denke. Ich form einfach nur das, was ich bin, diese 200 Gramm rote Knete, diese Energie. Ich gebe ständig eine andere Form und habe in mir diesen fehlerhaften Glauben, dass ich meine, es ist alles gut, wenn ich die eine Form habe, diesen gesunden Körper habe, der ja immer nur existiert, wenn du an ihn denkst. Ist es so schwer, das zu erkennen, was wirklich in einem sich abspielt? Was verändert sich an mir, wenn sich meine Information verändert? Und was du jetzt zu erkennen hast, auf der Bröselebene, auf der menschlichen Ebene, von Affe zu Affe, von Gehirn zu Gehirn, von Programm zu Programm, da keine Verständigung möglich ist. Ja. Ja. Diese Hausgenossen, wo ich sage, es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber dass solche einfachen Sätze bei hochgebildeten Menschen, merkst du, das ist wie wenn du versuchst, deinen Computer zu erklären, dass es ein Computer ist. Genauso ist es bei normalen Menschen, die jetzt in dir auftauchen, nur als Informationen, die du bis dato als unabhängig von dir existierende Lebewesen betrachtet hast. Egal an welches Lebewesen du denkst, ob du das jetzt einen Huhn nennst oder eine Kuh oder einen Wurm oder Menschen nennst, einen Trockennasenaffen bei eigener wissenschaftlichen, naturwissenschaftlicher Definition. Es ist ein Gedanke, eine Information, die in dem Augenblick in dir zu existieren beginnt, wenn du an sie denkst. Ja, das ist so, ja. Wenn du das erkennst, dann beginnst du langsam zu erkennen, was du selbst rot geschrieben bist. Du bist etwas, was sich nicht verändert, weil du eben ewiger Geist von meinem Geist bist. Ein Spiel, das spielt man mit sich selber. Ich kann nur den Geist wach machen, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Praktisch der jetzt träumt, der jetzt dieses Gespräch träumt. Und in deinem Traum kann dein Körper auftauchen. Ich mache wieder Schnippets, denk an deine Beine und wackel mit den Zehen an den Beinen. Wo waren die bis jetzt? Nicht meinst gedacht, du jetzt die Helga, wenn die Helga das macht, die Helga, die du dir ausdenkst, dass diese ausgedachte Helga jetzt ihre Zehen spürt, wenn sie an ihre Zehen denkt? Für dich wird es so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber spürst du die Zehen von der Helga? Nee. Körper kann nicht spüren. Kannst du die Gefühle eines Gedanken, den du dir denkst, spüren? Das wird jetzt sehr, sehr vage. Jetzt beginnt sich alles aufzulösen. Und jetzt kommt halt diese Erkenntnis mit dem Körper, den Affen, den man möglichst lang am Leben erhalten will. Mein Beispiel, du bist bloß ein dummer Affe. Nein, das bist du nicht. Das ist das, was du dir selber einredest. Und du hast eine panische Angst, dieses Affendasein zu verlieren. Dumm. Unendlich dumm. Genau darum geht es, dass du mal ein Holofeeling. Das ist das, ich erkläre dir, was du bist. Und dann geht es natürlich Schritte weiter. Und die Entlarvung, wo nicht diskutierbar sind, wenn jetzt ein Haufen Geist da ist, und wir haben gerade so die Gespräche, ich werde es wieder normal einmal so ein Zeichen von Brösel unter Brösel, wenn ich hier jetzt kurz die Seite übertrage, da ist zum Beispiel dieses Selbstgespräch, das hatte ich, wenn du hier reingehst, diese kleine, ganz am Anfang von der Holofeeling-Seite, da wird er schon darauf hingewiesen. Was jetzt auch für Wissenschaftler extrem interessant ist, ist, ich will jetzt nur hier diese Playlist, diese drei Teile, Stück für Stück wundervoll, es zerlegt die komplette Naturwissenschaft für diese ganzen einseitigen Sachen ad absurdum und zwar hundertprozentig sicher. Setz dich hin, folge diesen Gedankengängen, wenn du mehr naturwissenschaftlich orientiert bist und beobachte dich, ob irgendwas in
dir drin ist, der sich gegen diese hundertprozentig sicher dargelegten Fakten wehrt. Man muss sich die Zeit nehmen. Und das ist immer wieder, wenn du meinst, jeder Mensch, den du dir ausdenkst, kann das verstehen. Gedanken von dir wird es nie verstehen. Das heißt, es wird kein Mensch, den du dir ausdenkst, verstehen. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. So ist es. Ja. Die Disziplin erkennen, für was interessiere ich mich eigentlich? In der Esse. Was ist für mich von in der Esse? Nochmal, in der Esse heißt inneres Sein. Was ist für mich von Interesse? Das zwingt mir mein anerzogenes Intellekt an, mein Programm auf. So wie meine Qualitäten, wenn ich immer wieder sage, egal was für ein Reizauslöser in dir auftaucht. Diese Dinge, die zuerst einmal in dir auftauchen, besitzen keine Qualität. Ich fange jetzt nicht nochmal an, die Worte genauer anzuschauen. Qualität entsteht durch das einseitige Wertesystems dessen, der sich diesen Gedanken denkt und in eine gewisse Qualität zuspringt. Und das passiert vollkommen mit einem Mechanismus, den man zu durchschauen hat. Das ist der Sinn des Lebens. Man setzt das eigene Wissen, das man zum Denken benutzt, ich kann sagen, den eigenen Glauben, die eigene Beschwörungskunst absolut. Und darum ist gleich in dem ersten Video steht drin, jeder Glaube, der im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht, mein Glaube und ein anderer Glaube. Dein Glaube ist nicht dein Glaube. Es ist der Glaube deiner Lehrer und deiner Erzieher. Und der ist so extrem fehlerhaft. Es sind doch alles nur Schwätzer. Die Figuren in deinem Traum sind wirklich nur Schwätzer, wie die Pixelmännchen, wenn du Videos anschaust. Und du wirst erkennen, sie rezitieren. Es sind Dateien, die den Inhalt dieser Datei wird wiedergegeben, meinetwegen jetzt hier illusionär, ein Pixelmännchen auf dem Lautsprecher und ein Lautsprecher, der dir das erzählt. Es ist immer dasselbe Monitor, egal wie mir jetzt diese Farbpixel anordnen, dass du sagst, das ist der Udo, das ist die Helga, das ist die Merkel, das ist der Samuel Eckert, das ist der. Und jetzt kannst du alle Videos aufmachen und du siehst immer denselben Monitor und dieselben Lämpchen. Und du hörst immer denselben Lautsprecher und du meinst, du hörst jedes Mal einen anderen Menschen sprechen. Wie definierst du das Wort Mensch? Das ist hundertprozentig sicher. Es ist immer nur ein Allereinziger da, der das erlebt, das bist du. Ja. Oh, das ist jetzt die Welt des Internets. Wie sieht es aus, wenn du in die Welt einer angeblichen Realität gehst? Schon was löst das Wort Realität in dir aus? Was ist real? Und jetzt schau in dich rein und mach dir bewusst, was du glaubst. Für dich ist das Wort Realität eine Welt, die unabhängig von dir da außen existiert, mit lebenden Trockennasenaffen, mit Gegenständen, mit Häusern, die Affen gebaut haben, mit einem planetaren System, mit einer Sonne, wo sich Planeten drumherum kreisen. All das Zeug beginnt jetzt zu existieren, weil ich diese Worte ausspreche. Wo war die Erdkugel und die Sonne, wenn du nicht dran denkst? Es ist hundertprozentig sicher, wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Ja, brauche ich unheimlich viel intellektuelles Wissen, um das zu erkennen? Um das zu erkennen, musst du Bewusstsein sein, du musst Geist sein. Ein Gedanke, was existiert, das wird es niemals verstehen. Weil alles, was existiert, was aus dir existiere, heraustritt, ist eine vergängliche Erscheinung und vergängliche Erscheinungen. Und das gilt für alles Existierende, das immer nur hier und jetzt in dir selbst als Information existiert. Ja. Das ist der Kern. Und dann kommt diese wundervolle Funktion. Das Geheimnis der Sprache. Im Anfang war das Wort. Und die Worte wiederum sind Zahlen, die bestehen aus Buchstaben. Ich erzähle dir etwas. Jetzt kommst du in dieses große Geheimnis. Mit Welt, die Vatersprache ist so gigantisch und ich kann immer sagen, es überragt alles, was deine Menschheit, du dir bis dato dieser Menschheit an Wissen zugesprochen hast. Es wird wirkliches Wissen, wenn ich immer sage, an der Schimmelpilzkolonie. Es ist ein Nichts im Vergleich zu dem, was möglich ist zu denken. Ja. Und du kannst nicht von unten nach oben sehen. Das sind so simple Beispiele. Du kannst immer wieder, was du als Säugling wahrnimmst, ist ein Nichts im Vergleich zu dem, was du als Sechsjähriger wahrnehmen kannst. Aber was kann ein Sechsjähriger wissen, der gerade in die Schule kommt, im Vergleich zu einem nächste Stufe, der in die Pubertät kommt, der aus der Schule rauskommt? Wir schauen immer nur 7 Jahre jetzt bewusst gedacht zurück und die 14-Jährige sagt, der hat überhaupt keine Ahnung. Der kann ja noch nicht mal lesen und schreiben. Aber du kommst dir so unendlich gescheit vor.
Und jetzt nehme ich mir wieder hier den 30-Jährigen, der an einen 14-Jährigen denkt. Und jetzt nehme ich eine Helga, die auf die 80 zugeht, die an einen 30-Jährigen, an eine 30-Jährige denkt. Und jetzt nehme ich mich, wenn ich hier an irgendeinen Greis denke, der immer noch glaubt, er ist ein Mensch und eventuell Angst hat, dass sich sein Körper auflöst. Dumme Rauben, die versuchen, möglichst lange ihr Raubenleben in der Matrix 1 am Leben zu erhalten, weil sie nicht wissen, dass sie eigentlich als Schmetterling erschaffen wurden, als Psyche. Schmetterling heißt im Griechischen auch die Psyche. Da steckt schon der Geist mit drin. Die psychosomatischen Krankheiten, wie oft habe ich da schon darauf hingewiesen? Und jetzt müssen wir die Sprachen, alle Sprachen benutzen. Die Psyche, ich nenne es einfach mal Geist, ein kleiner Geist, eine Seele. Und somatisch, was ist Soma? Griechisch-Lateinisch. Ein körperlich wahrgenommener Traum. Ja. Ja. Soma, Somnus. Was ist eine körperliche Wahrnehmung? Es ist genauso eine Information, ob du an einen Osterhasen denkst oder ob du jetzt in eine Zuhandlung gehst und auf deiner VR-Brille die Illusion von einem lebendigen, materiellen, lebendigen Hasen dir vorstellst, vor dich hinstellst. Es bleibt deine Information. Wäre es nicht deine Information, würdest du es nicht wahrnehmen. Und es zeigt dir die Lächerlichkeit der Mächtigen deiner Welt. Ja, das es gibt nichts, was du denken könntest, wenn du ein bewusster Denker bist, was mächtiger ist wie du selbst. Und irgendwann einmal schüttelst du den Kopf, diesen ausgedachten Kopf, an dem, der du zu sein glaubst, das passiert dann durch Erkenntnis, wo du sagst, wie blöd bin ich eigentlich? Ja. Ja. Das ist der erste Schritt in die wirkliche Selbsterkenntnis, indem man anfängt zu erkennen, was ich bin und was meine Gedanken sind. All das wird versucht, über Esoterik darzustellen. Und wenn du es genau beobachtest, es gibt niemanden, den du dir ausdenkst, der das wirklich wissen und verstehen kann. Ich kann mir welche ausdenken, die es wissen. Du kannst jetzt den Udo ausdenken und sagen, der weiß ja alles. Habe ich so oft darauf hingewiesen. Es bleibt ein Gedanke, ob du an den Udo denkst, an der Kirche oder an einen Wurm denkst. Es bleibt ein Gedanke von dir. Und immer dran denken, mein schönes Beispiel mit einem Autor. Ein Autor, der sich hinsetzt und einen Roman schreibt, der jetzt hier Menschencharaktere entwirft, in seine Romangeschichte hinein entwirft. Da muss jeder so sein, wie er von dem Autor ausgedacht wird. Aber bist du nicht letztendlich dieser Autor, der sich jetzt eine Welt mit Menschen ausdenkt und der genau definiert, wer die Guten, wer die Gescheiten und wer die Bösen und wer die Dummen sind? Wer macht es jetzt, wenn du an Menschen denkst? Können die Menschen anders sein, wie du sie dir ausdenkst? Nein. Das gilt sogar für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du kannst nicht anders sein, wie du dich selbst denkst. Und jetzt kommt dann wieder dieses dumme, dumme Geschwätz, wo du sagst, ja, wenn ich das bestimmen könnte, würde ich mich doch anders denken oder schöner denken oder reich denken oder glücklich denken, wenn ich da wirklich einen Einfluss drauf hätte. Ich sage, du hast einen Einfluss drauf, aber nicht der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist der Trick mit dem träumenden Geist. Setz dich zuerst einmal zu einem träumenden Geist. Wenn du an dich denkst, dann bist du immer noch total unfrei, weil ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er denkt, aber es ist zumindest die Angst weg, dass du irgendwann einmal sterben wirst. Du kannst als träumender Geist, das Gegenteil davon ist ein wacher Geist, du kannst nur wach werden. Aber auch hier haben wir ausgedachterweise der wache Geist und der träumende Geist sind noch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern das Zentrum, aus dem jetzt diese Urpolarität herausspringt. Wir können das wachen Geist auch Gott Vater, ausgedacht und Gott Sohn, die jetzt dann zu dem wirklichen Absoluten werden, zu dem UB, zu dem der immer ist. Ich nenne das auch immer J.C. und I.C.H. Roth, der vom Bücherregal und der Sohn, der jetzt Leben erlebt. Du musst für Lernprozesse brauchst du Unterschiede. Ja. Das ist es. Und den Rest ist maßgeschneidert, wenn sich hier ein bisschen das rote Herz in dir öffnet, das rote Herz. Das Innere sind immer eine Symbolik. Es sind alles symbolische Bilder. Ja. Du kannst dich nur selber beobachten, wie du auf die Worte reagierst. Und du interpretierst ja ständig irgendetwas. Ich sage, wenn einer aufmerksam zuhört, und mir kann ja nur Geist zuhören. Die Figuren, die du dir ausdenkst, die sagen, ich habe mir das angehört, das ist ein Krampf, sind schon wieder Gedanken, das darfst du nicht für voll nehmen. Das sind immer noch Spiegelungen von dir selber.
Die ganze Rechthaberei in deiner ausgedachten Welt, die du über Medien und Bassien oder auch in deinem sinnlich wahrgenommenen Umfeld, was ja immer nur ständig auch nur ständig wechselnde Informationen sind, wenn du damit konfrontiert wirst, ob das Familie, die Hausgenossen, wie ich das als Jesus nenne. Es sind vergängliche Erscheinungen. Du musst dich lösen, zu glauben, du könntest da irgendwas für die Ewigkeit konservieren. Nee, kann ich Der nicht. Samen, der Servus in einer Filmkonserve. Aus einer Konserve, ich nenne das auch eine Datei, nennen wir, früher hat man das eine Filmkonserve genannt, jetzt nennen wir es Datei, entspringen so viele Bilder in deinem Kopfkino. Aber das ist tot, das ist steril. Das ist nicht die Lebendigkeit. Die eigentliche Lebendigkeit ist vergänglich. Polare Existenzen, ein ständiges Kommen und Gehen von Gedankenwellen. Das Leben erlebt der, der immer ist. Das ist auch wieder so eine Polarität. Der, der das Leben erlebt, ist eigentlich tot. Gott ist tot, habe ich als Nietzsche geschrieben. Das heißt nicht, dass er weg ist und dann doch wieder irgendwie, sondern der ist alles. Ja. Das bedeutet Holophilie. Ja. Das bedeutet Holofeeling. Jetzt sind wir auf der höheren Ebene. Jeder Gedanke, jede Facette, die mir auftaucht, jede Facette des Internets ist eine Facette von mir selber. Und jetzt denk an, diese Facetten machen wir Puzzlestückchen. Und die sind, ich kann die nur lückenlos ineinander legen, wenn ich eine Einzelfacette, die ich mir jetzt vorstelle, nicht verändere. Ich darf an den Gedanken nichts verändern wollen. Ich sehe die Einseitigkeiten, die Unvollkommenheit. Wenn ich immer so das Musterbeispiel mache, ein Puzzlestück mit einer Nase, da brauche ich ein Puzzlestück mit einer Nut dazu. Das ist das Männliche. Zu der Schraubenmutter, interessant, die Schraubenmutter, ja. Am Shin-R ist das dann meine logische Berechnung. Das ist, Shor heißt das Lied und der Fürst, der Bestimmer, der Minister. Brauche ich in einem gewissen Maß die Schraube selber, das ist der Vorder. Dieses Prinzip, wo zwischen Penis und Vulva, wo du hast, das ist diese untere Bade, der Mann, das Männliche ist innen und das andere, die Frau, das Weibliche ist außen. Und der ganze Genderwahn, das jetzt gleichschalten zu wollen, was übrigens immer sehr suffisant ist, wenn ich jetzt höre, diese Neusprech, wir sind ja 1984, wir haben ja Neusprech jetzt. Es heißt ja nicht mehr Arzt, sondern Arztinnen. Arztinnen. BäckerInnen, ArbeiterInnen, PolitikerInnen, weil man das gleichschalten will. Aber wenn ich einmal genau hinschaue, heißt das eigentlich, der Arzt ist innen. Ja. Der Bäcker ist innen. Innen, ja. Die Arbeiter sind innen. Ja. Das Innen, das kehrt sich jetzt um, was wir weiblich nennen, was wir als außen betrachten, ist eigentlich innen. Ja. Du wirst von mir nie hören, dass was nicht stimmt. Das Problem ist die einseitige Auslegung. Man meint, man verbindet das Plus und das Minus mit diesem Sprech, was irgendwie der Fall ist. Aber die, die das machen, ich sage, du bist Geist. Gleichgültig, ob du jetzt in deinem Traum die Rolle eines Mannes oder einer Frau spielst. Das ist einfach eine Charakterrolle. Das ist, wie wenn man jetzt nochmal hier gewisses Wissen hat, wie bei Charlie Stante. Wer hat Charlie Stante gespielt? Was sagt dein Intellekt dazu? Kannst du dich an den Film erinnern? Nee, kann ich nicht. Kannst du nicht erinnern? Siehst du, das ist deutsche Nachkriegsgeschichte oder Vorschriftsgeschichte. Gibt es zwei Versionen, einmal der Heinz Rühmann und einmal neuere Version der Peter Alexander. Mhm. Ja, ich gucke nicht so viele Filme, aber... Es macht. Schau, was ich damit sage, das ist Wissen, das unwichtig ist. Das hängt wieder ganz von einem individuellen Programm zusammen. Genauso, wenn ich jetzt Kurt Götz sage. Die berühmten Kurt-Götz-Filme, Dr. Pretorius, habe ich oft angesprochen, unendlich viel Weisheit. Ja. Hokus Pokus, das Haus von Montevideo. Das sind Klassiker, Schwarz-Weiß-Filme, die in den 60er Jahren nochmal neu gedreht wurden, ist ja sehr oft mit Heinz Rühmann in der Rolle. Auch ganz toll. Kommen aber nicht ansatzweise an die Heinz Rühmann, an die Original-Kurt-Götz-Filme hin, in der Tiefe. Aber das ist schon wieder qualitative Bewertung. Ja. Aber das sind jetzt wieder Wissenselemente von unendlich vielen Wissenselementen. Es geht nicht um Wissen. Wir haben jetzt so eine Kleinigkeit, weil man das gerade kommt mit dem Wissen, wo ich sage, du kriegst das Wissen geschenkt. Und da hat unser Karin ein Video dann noch mit dazu gemacht, in einer Beziehung, das kann man wieder, wenn man einseitig zuhört, sehr einseitig sehen. Du musst deine Einseitigkeit erkennen. Dass ich immer wieder sage, dieses Wissen,
jeder Moment, der in dir auftaucht, ist etwas, wovon du was weißt. Du kannst aber immer bloß das wissen, was jetzt an Information da ist. Und du kannst ganz leicht erkennen, dass jeder neue Gedanke den bestehenden Gedanken zerstört, außer du denkst ihn dir wieder. Dass du dir vor 5 Minuten gedacht hast, aber du kannst es immer bloß jetzt denken. Das ist das Geheimnis des ewigen Jetzt. Und dieses ewige Jetzt hat keinen Anfang und kein Ende. Pass auf, wir machen mal was Schönes mit deiner Vorstellungskraft. Du denkst jetzt dieser Monitor vor dir. Da haben wir jetzt zwei Hälften jetzt von dir aus gesehen. Auf einer Hälfte ist der Udo und auf der anderen Hälfte ist die Helga. Okay, da haben wir schon wieder die zwei Seiten. Wir bleiben jetzt einmal, dass du jetzt dir vorstellst, da wäre jetzt nur der Udo auf dem Bildschirm. Das sieht jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt das Helga-Programm laufen hast, die hat vor sich bloß den Udo. Außer sie schaut sich das Video dann an, das angeblich jetzt aufgenommen wird, dann hat sie plötzlich auch die Helga und den Udo vor sich. Es ist einer, der schaut und da ist was, was du siehst. Ja. Und da kannst du, wie ich immer sage, dich in die anderen Köpfe reindenken. Aber ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel mit meinem Maßstab. Wir können ja jetzt auf dem Monitor, kann man jetzt, ich mache es einfach mal so, einen Tennisball abbilden. Ja. Das ist ein Arrangement von Farbpinseln, wo man sagen, das ist ein Tennisball. Das sind aber nur Lämpchen, wenn ich genau hinschaue. Wir können auch die Erdkugel abbilden. Die ist natürlich dann flach und dann habe ich so einen blauen Fleck. Gib einfach bei Google Erde ein und dann gehst du auf Bilder und dann siehst du diese bläulichen Flecke, wo du sagst, das ist die Erde. Jetzt ist interessant, wenn wir die jetzt im Bildschirm da haben, wir machen auf eine Hälfte die Erdkugel und auf die andere Hälfte einen Tennisball, dann können wir die gleich groß machen. Du kommst voll in die Welt deiner Interpretation. Du sagst, das ist die Erdkugel und wenn ich dich frage, wie groß ist die, ja, die ist ja viel, viel größer wie der Tennisball. Und ich sage, die sind, wenn jetzt überhaupt, sind sie gleich groß. Es ist ein reines Wissen, das du dir vorstellst. Das heißt, du musst immer ständig die Maßstäbe nachbessern. Du hast dich noch nie beobachtet, dass du das laufen magst. Das sind Wertungen, das sind Interpretationen. Ich gehe mal nochmal ein auf eine kleine Sache. Wir lassen jetzt auf dem Bildschirm Folgendes erscheinen. Ich schreibe jetzt das nicht extra hin, ich könnte jetzt den Bildschirm umschalten, dass du dann siehst, wir machen einen weißen Bildschirm und da ist dann 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, Bündchen, Bündchen, Bündchen. In dem Moment, wo du das anschaust, sind einfach nur gewisses Arrangement, ich sage mal, von Zeichen. Und wenn du dir jetzt einmal bewusst machst, was löst dieses Bild in mir aus, ich könnte jetzt, ich sage mal, die Reihe der natürlichen Zahlen von 1 bis unendlich. Wenn ich kann jetzt auch hinschreiben, die Reihe der natürlichen Zahlen bis unendlich in Schriftzeichen darüber schreiben, dann habe ich im Prinzip zwei unterschiedliche Informationen, die ich anschaue, die ich aber gleich bewerte. Weil wenn ich das untere anschaue, denke ich zwangsläufig das, was drüber steht. Aber es ist immer die Zeitenkette, wo ich sage, die Worte auf einer Seite sind gleichzeitig da. Jetzt schreibe ich darunter nochmal was, nämlich eine Iterationsgleichung x plus 1 ist gleich neues x. Dann habe ich dasselbe, ich drücke das nur wieder anders aus. Wieso ich jetzt das erzähle, ist ganz interessant. Du denkst jetzt mal, dein Bildschirm, den du hast, wir löschen den Bildschirm, wir nehmen diese Gleichung x plus 1 ist neues x, wir wissen ja, was das ist. Ob das jeder weiß, den ich das zeige, wir zeigen halt einfach mal irgendjemandem die Reihe der natürlichen Zahlen bis ins Unendliche, diesen Satz. Als zweites 1 plus 2 plus 3 plus 4, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und dann x plus 1 ist neues x. Machen wir mal das erste geschriebene Satz. Weiß dann jeder, was gemeint ist? Zeig das doch einmal einem Türken, der kein Deutsch kann. Zeig das einem Portugiesen, einem Italiener, der kein Deutsch kann. Für den stehen einfach nur Zeichen und sag, ich kann das nicht lesen. 1 plus 2 plus 3 plus 4, Pünktchen, Pünktchen. Da denken wir uns jetzt, Das ist schon universeller. Das wird ein Italiener so sehen. Ja. Aber kann einer, den wir uns jetzt ausdenken, kann der das anders sehen, wie ich mir das denke, dass er das sieht? Merkst du, es bleibt an dir hinken. Ja. Du bestimmst, ob jemand, den du dir ausdenkst, etwas weiß oder nicht weiß. Aber was erkennt oder nicht erkennt. Ja. Ja. Du bestimmst es. Ja. Du bist der Richter über alles und jeden. Du bestimmst, ob Physiker recht haben oder ob sie nicht recht haben. Jetzt kannst du deine eigenen Dogmas beobachten, die Dogmen, die du in dir trägst. Diese Bewunderung der Elite, der Weisen deiner Welt, bis du selber zum Denken anfängst und du merkst, es sind die absoluten
geistlosen Schwätzer. Das ist wohl wahr. Sie rezitieren Wissen wie jeder religiöse Mensch. Was unterscheidet einen fanatischen Moslem von einem fanatischen Physiker? Wir Physiker wissen ja. Der Wahn zu glauben, dass das, was man ihnen erzählt hat, ob das moralische Vorstellungen sind, ich weise auf das erste Video hin auf der Holofeeling-Seite, beziehungsweise das zweite nach der Einführung, wo ich diese Geschichte erzähle, wo der Sohn seine Schwester, der muslimische Sohn, seine Schwester massakriert, weil sie sich schwängern lassen hat von einem Deutschen, die Ehre der Familie wiederherstellt. Das ist ein zwanghaftes Programm. Zu glauben, dass da außen Materie und Planeten um Sonnen rumkreisen, ist genau dasselbe, weder das eine noch das sind dogmatische Vorstellungswelten, die sich keiner raussuchen konnte. Wieso? Weil du ja bestimmst, was die denken und du bestimmst, ob das richtig ist. Du denkst jetzt erst Menschen aus und dann bestimmst du, ob das richtig ist, was die in dir sagen oder nicht. Sie sagen zuerst einmal in dir, wenn sie in dir auftaucht, das, was du träumst. So ist es. Ja. Die träumenden Menschen sind immer so, wie sie geträumt werden. Und der träumende Geist kann sich das nicht raussuchen. Und jetzt kommt der Trick mit Holofeeling, wenn du dich jetzt darüber erhebst und du beobachtest, was du träumst und du weißt, dass du jetzt als träumender Geist dir das gar nicht raussuchen kannst, dann kannst du dich dann auf diese, ich sage immer wieder, dieses Übereinstehen, das Bewusstwerden von sich selbst, kannst du zuerst einmal alle freisprechen. Ich nehme alle Schuld auf mich. Das ist das Bewusstsein. Das ist so, ja. Das hat keinen Größenwahn im Bezug hier, der bildet sich ja ein, wenn dann wieder welche auftauchen, der ist der Jesus oder der ist Gott. Ich sage, was sind das für geistlose Schwätzer? Du bist Gott. Meine Botschaft. Du bist Gott zumindest für die kleine Welt, die du dir ausdenkst. Bist du schon ein gerechter Gott? Bist du ein allesliebender Gott? Was bist du für ein Gott, der sowas zulässt? Kann ein ausgedachter Gott anders sein, wie er von irgendjemandem, von einem wirklichen Gott ausgedacht wird? Nein. Da wird dir der ganze religiöse scheinheilige Betonung auf Schein, dieser scheinheilige Wahn der Religion bewusst. Dieses unendliche Leid. Wie viele Idioten eigentlich in ihre Kirchen rennen, egal in welcher Glaubensgemeinschaft, und meinen, sie hätten den richtigen Glauben. Würden wir mal die Augen aufmachen, wie viel Leid eine katholische Kirche über die Menschheit gebracht hat. Ist es bei Politikern anders? Du kannst jetzt sehr, sehr viel Spaß haben. Du gehst jetzt in dein Internet und dann rufst du einfach auf ZDF Mediathek die Anstalt. ZDF Mediathek die Anstalt. Hier und jetzt ausgedacht die letzte Folge. Jetzt ist natürlich interessant, wann du das Video anschaust. Kann sein, dass da nochmal Folgen waren. Aber ich sage jetzt ganz definitiv diese Folge, die am 4.5. gesendet wurde. Und da geht es um die CDU. Über Korruption und Geldgeilheit dieser Abgeordneten. Wie viel Nebenverdienst die haben und wie die seit Gedenken der CDU jegliche Form von Gesetzgebung, dass das einmal luzid ist. Ein Politiker, den gehen seine Bürger am Arsch vorbei. Ja. Diese Stellvertreter im Parlament von ihren Wählern. Denen geht es am Arsch vorbei von allen Parteien und wenn sie bloß machtgeil sind. Es sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen und keine Schuldzuweisung. Nochmal, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nichts und niemanden, den ich mir jetzt denke, vorwerfe, dass er genauso ist, wie er von mir jetzt gedacht wird, wie ich ihn jetzt erschaffe, diesen Affen. Ja. So ist es. Bist du schon ich? Das bist du erst, wenn du eine allumfassende Liebe bist. Ich kann mich doch nicht hinsetzen als Autor, einen Roman, einen Krimi schreiben, einen Politkrimi mit korrupten Politikern und den Politikern, die ich mir jetzt in diesen Roman als Figuren hineindenke, als Antagonisten, vorwerfen, dass sie so sind, wie sie von mir entworfen werden. Das ist super. Wenn ich mich hinsetze und einen Führerscheinprüfungsbogen für die Prüflinge mache, dann mache ich den voller Fehler ganz bewusst, um zu prüfen, ob die endlich wissen, was Sache ist. Ich mache mal ein kleines Zitat von dem kleinen Brüssel-Udo. Ich kann dir die Nase nur 2 Zentimeter über die Scheiße halten und wenn du dann immer noch nicht riechst, was stinkt, das ist ja, sind ja keine Neuigkeiten. Das Thema, das Spiel spielt sich ja in der Politik, ob es als Politik gibt. Wie kann es immer noch welche geben, die sagen, ich bin ein Schwarzer, ich bin ein CDUler? Namen sind jetzt austauschbar. Du kannst die SPD setzen, die FDP setzen, du kannst setzen, was du willst. Und all diese Figuren, die du dir ausdenkst, sind freizusprechen.
auch die ganzen Weltverbesserer. Ja. Ist ganz nett, Ken Ebsen. Ich mache jetzt den als Beispiel. Da gibt es viele, viele andere. Auch ein Samuel Eggert. Die leiden an demselben Problem. Samuel Eggert ist ja sehr christlich, aber von den christlichen Worten, liebe deine Feinde, er macht es total lieb mit Verzeihen, dann geht es hier, man muss sich zusammensetzen. Ja, das ist alles richtig, bloß es nützt nichts, wenn hier diskutiert wird um Standpunkte. Ja. Man muss sich Gedanken machen, was ist die verbindende Quelle, was ist der gemeinsame Parameter für all diese verschiedenen Perspektiven und Meinungen? Der sich das ausdenkt. So ist es. Ja. Aber der sich das jetzt ausdenkt, aufgrund dieser Worte, ist selber was anderes wie ein Gedanke. Er kann als Ding an sich nicht existieren. Das, was wir Gott nennen, ist eine Gemeinschaft von Geist. Ich nenne das Ich und meine Geistesfunk. Und wenn du weißt, dass du ein Geistesfunk bist, bist du bloß in einer personifizierten Perspektive, die im Hintergrund einen riesengroßen Komplex hat. Und dann geht es nicht mehr darum, irgendwas, was in dir auftaucht, zu verwerfen, irgendein Puzzlestück, sondern sich Gedanken zu machen, wo gehört es in unserem heiligen Ganzen hin? Und das Heilige kannst du nicht entheiligen. Das sind so einfache Beispiele. Du entheiligst eine Datei nicht, wenn du da Einzelbilder draus machst. Da wird auch nichts herausgenommen, es wird herausgespiegelt. Und das findest du wunderschön hier im Detail, gerade in diesem einen Video, wo ich sage, da geht rein in die Physik, da geht schon los, was die Namen bedeutet, was die Mathematik bedeutet, dass du dann die Koordinaten, was dann Skalarprodukte sind, wo ich dir ganz simpel erkläre, wo ich dann diese Formel, wo gerade in dem Bildchen drin war, wenn du das zurückspulst, die Wellengleichung, wo jeder sagt, das verstehe ich nicht, die Dirac-Notation gehe ich drauf ein. Und ich sage, ich erkläre es, das kann der 13-Jährige, wenn er neugierig ist, muss er bloß meine Gedankengänge mitgehen. Das ist das Schöne an Holofeeling. Es macht das Unverständliche, macht es verstehbar für einen ganz einfachen Intellekt, wenn du neugierig bist. Weil ich erkläre dir ja alles, was wichtig ist. Und jetzt kommt immer die Geheimniskrämerei, wo ich sage, gerade in den Kirchen, genauso wie Freimaurern, die Bessern, die schotten sich ab. Bei einer wirklichen luziden Gesellschaft, selbst auf der Brüsselebene, darf es keine Geheimnisse geben. Ja. Die Geheimsitzungen, für wen nutzt das etwas? Das nutzt bloß denen, die an der Macht sein wollen, die besser sein wollen, die sich gescheiter vorkommen wie die anderen, geschiedener. Weil wir sind ja im oberen Bereich. Ja. Hat sich nie was verändert. Ja. Ich sage, wirkliche Politik ist schon das Erste, dass du merkst, die Falle ist die Demokratie. Ich kann immer wieder erwähnen, bei Holofeeling, viele stürzen ab, weil der zieht ja über die Demokratie her. Ich sage, was willst du denn, wenn vollkommen geistlose Menschen mitbestimmen dürfen, die Kinder, mein demokratisches Krankenhaus. Du kommst mit einem entzündeten Blinddarm kurz vorm Durchbruch in ein Krankenhaus und dann machen wir demokratische Abstimmung, was mit dir gemacht wird. Jeder darf mitbestimmen, was man dir macht. Dann sagst du, ich will von einem Fachmann angefasst werden. Meinst du, deine Politiker sind Fachleute? Diese Geldgeilheit, wo sich da abspielt, oder die Machtgeilheit, Böstchen, das sich aufbläht nochmal jetzt, wenn du die aktuellen Nachrichten dir anschaust. Wohlgemerkt, keine Schuldzuweisung. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis du merkst, was stinkt? Nicht die Sachen, nicht die du dir jetzt ausdenkst, sind die Bösen. Ich kritisiere jetzt keine korrupten Politiker, ich kritisiere keine irgendwelche Deppen, die ich mir ausdenke. Ich kritisiere dich, ich bewerte jetzt dich, ich bin dein Lehrer und ich mache eine Abschlussprüfung mit dir. Du bist das Objekt, der mich jetzt sprechen hört, diesen Lautsprecher. Ja. Du bist das Objekt, das geprüft wird, nicht irgendwelche Gedanken, die du dir denkst. Kannst du verzeihen? Kannst du die Schuld auf dich nehmen? Ja. Das ist dein Weg in die Freiheit. Ja. Und da ist jetzt schon wieder gerade, wenn man nicht die Geduld hat, mit wirklich, du hast alle Zeit der Welt. Ja. Du rufst mich an, ich mache jetzt vor Stadtaufnahme. Hast du 5 Minuten Zeit für mich? Brösel zu Brösel. Ich sage, Helga, ich habe für meine Helga alle Zeit der Welt. Und du bist meine Helga, du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, auch wenn du dir einen anderen Namen gibst. Das ist nämlich das Interessante, weil die Helga ist ja HL. Gar. Aber interessant ist immer der Nachname. Der ruhende Name ist Bender. So wie meine Ritter Richter oder mein Holgerchen Karlus. Oder mein Johannes Karls.
BNDR. Mein Sohn, der anfängt, sich zu generieren. Und Holofeeling heißt, jetzt hast du mal das Gefühl, alles zu sein. Haben wir gerade nicht festgestellt, dass jeden Gedanken, den du denkst, unser neuer Körper ist für dich zuerst einmal diese Traumwelt, die du träumst. Und jede Facette ist eine winzige Facette von dir selbst. Dann ist jetzt die von dir ausgedachte Helga und der von dir ausgedachte Udo sind kleine Facetten von dir selbst. Nicht nur der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Ja. Das ist der kleine Einsatz, wo dir den Übergang in eine nächsthöhere geistige Ebene ermöglicht. Und wenn du dann da drin bist, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hast, wenn du wach wirst, das ist wie, ich habe ein Lebensbuch gelesen, ein Videospiel gespielt und dann nehme ich dieses Buch, diese Datei aus dem Arbeitsspeicher raus und spiele einen neuen Arbeitsspeicher rein. Und in dem neuen Buch denkst du dann komplett neue Sachen, die du erlebst. Das ist das, was ich dir jetzt in deiner Basic-Logik mitteilen kann. Wobei das mit dem, was dann wirklich passiert, wie gesagt, wie immer meine Metapher mit Basic, das, was du mit Basic darstellst, ist in keinster Weise vergleichbar mit, was man mit einem Windows-Programm darstellen kann. Ich schreibe mal kurz dazu und wir sind soweit fertig. Ja, wir sind eigentlich fertig. Vielleicht gibt es da was Neues. Wir sind gerade fertig in ein Selbstgespräch. Die Kräfte wieder rein. Wo kommen wir jetzt her? Alles ist gut. Wir sind gerade fertig. Wir sind fertig. Alles ist gut. Und schau bitte in dein Erklärungsmodell rein. Einfach dich beobachten, was du jetzt glaubst, wie du diesen ständigen Änderung deiner Informationen interpretierst. Ich kann das komplett normal auslegen. Das ist ein Gespräch zwischen Helga und Udo. Das wurde aufgezeichnet und während der Aufzeichnung hat sich dann eine Andrea dazugeschalten. Es sind alles Interpretationen. Es sind einfach nur ständig wechselndes Umformen deines eigenen Geistes. Das ist das, was es ist. Ja. Und wenn du das einmal als die Grundlage deines Lebens siehst, unabhängig was ist, ob du morgens aufstehst, ob du ins Bad gehst, ob du auf der Arbeit gehst, dann geht wieder was kaputt. Dann ist ständig schießt dir das Leben irgendwas dazwischen. Und das ist eigentlich ganz, ganz bewusst erschaffen. Ich sage, werde zu dem, der sich vollkommen wertfrei beobachtet, welche Reizauslöser tauchen in mir auf und wie reagiere ich zwanghaft drauf? Ja. Wie interpretiere ich und welche Qualität spreche ich einen Moment, der in mir auftaucht, zu? Und genau diese Reaktion, mein Klingelingeling-Beispiel, gibt dann eine Kette, immer wieder dieses Spiel, wo du dann Gedanken Vergangenheit zusprichst, eine Zukunft, was du dann morgen magst, was du dann in einer Stunde magst. Ich sage, du magst in einer Stunde gar nichts. Du musst dieses Spiel erkennen. Und ich mache ganz kurz nochmal einen kleinen Ansatz mit unserem, die Reihe der unendlichen Zahlen von 1 bis unendlich. Erste Zeile, zweite Zeile, 1 plus 2 plus 3 plus 4, Bündchen, Bündchen, Bündchen. Dritte Zeile, x plus 1 ist neues x. Ja. Wir machen jetzt einmal die oberen zwei in dem Bildschirm weg. Bitte geh den Gedankengang mit. Und diese Formel tun wir jetzt aus dem Bildschirm raus in den Arbeitsspeicher. Ja. Der Bildschirm ist weiß, dein Jetzt. Und jetzt fangen wir an, unten im Arbeitsspeicher eine Iterationsberechnung durchzuführen, die du sichtbar siehst, es ja aus x. Wir beginnen bei 0 plus 1 ist 1. 1, wir machen jetzt eine Iteration, ist neues 0x. Plus 1 ist 2. Wir machen Iteration, dieses 2 machen wir zum neuen x. Plus 1 ist 3. Und jetzt schieben wir diese Iterationsformel in den Arbeitsspeicher. Was siehst du dann? 1, 2, 3, 4, 5. Du siehst jetzt die Zahlen. Es ist aber jede Ziffer, die auftaucht. Immer jetzt. Immer jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, was auftaucht, ist immer jetzt, was jeden Moment. Das heißt, diese Reihe der unendlichen Zahlen als Satz, wenn ich den hinschreibe, oder 1 plus 2, Bündchen, 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 da ist eine Vorstellung einer unendlichen Reihe, die als Ding an sich gar nicht existieren kann. Ja. Sondern bloß, es existiert ja immer nur das, was ich jetzt denke. Wie oft habe ich darauf hingewiesen beim Wort Ewigkeit? Schreibe jetzt das Wort Ewigkeit hin. Das ist jetzt ein Wort, wo ich eine Vorstellung aufbaue. Was denkst du bei dem Wort ewig und das zwanghafte Denken von einer unendlichen Reihe in die Vergangenheit und in die Zukunft geht schon wieder aus deinem Vorstellungsbereich raus. Dann magst du irgendwann einmal, musst du die Vergangenheit wieder in einen Punkt schieben. Ja, wo endet, wo beginnt es? Und dann kommen die Physiker, die sagen, beim Urknall. Dann hast du aber auf der anderen Seite irgendwie
dieses Entstehen braucht wieder ein Vergehen, das ja jetzt weg ist. Jetzt, wenn ich sage, da fällt wieder alles in einem Punkt zusammen, Anfang und Ende, wir haben immer dasselbe Spiel. Ja. Du bemaßt deine Vorstellungen, meine Erdkugel und den Tischtennisball, wenn ich die beide abbilde auf dem Bildschirm. Es ist ja, das, was jetzt ist, ist was anderes, wie ich die Worte interpretiere. Absolut. Und drüberlegen. Das ist jetzt die Andrea und das ist die Helga und das ist der Udo. Ich sage, nein, das ist ein Monitor. Das kann auch der Merkel sein, das Merkel sein oder das Putin sein oder das Trump sein. Es ist auch immer dasselbe Lautsprecher, der spricht, egal welches Video du dir anschaust. Ich wiederhole das immer wieder. Bei Holofeeling geht es eigentlich nicht um das klassische Wissen als Komplex, sondern was ist jetzt da und wie verändert sich das ständig? Und warum verändert sich meine Information so, wie sie sich verändert? Und da hast du wieder zwei Seiten. Einen großen Anteil bist du selbst schuld. Weil wenn du auf Klingelingeling an dein Handy denkst und an einen Anrufer denkst, wer zwingt dich dazu? Wenn du bei gewissen Geräuschen an einen Rasenmäher oder einen Vogel denkst und dir einredest, das ist die Ursache für das Klingeln oder für das Zwitschern oder für dieses Geräusch. Ich sage, nein, das Geräusch ist die Ursache für den nächsten Gedanken. Das ist Programm, es ist hundertprozentig sicher. Ja. Das ist alles auf dem Programm verankert. Jetzt versuchst du ständig was am Leben zu erhalten, nämlich deinen Körper, der nur existiert, wenn du an ihn denkst. Weil der Wahn in dir drin ist, ohne den Körper, ohne das Gehirn, das übrigens auch nur existiert, wenn du es denkst, gibt es mich ja nicht. Ich sage, nein, ohne dich wird es das Gehirn nicht geben, an das du denkst. Ohne dich wird es überhaupt keinen Gedanken geben. Ja, so ist das. Aber um Gedanken denken zu können, um Informationen in sich selbst aufzubauen, brauchst du ein Regelsystem, ein Programm. Und wie das funktioniert, das erklärt die Holofeeling auch. Aber zuerst musst du wissen, was du selber bist. Der, der seine Informationen aufbaut und ständig verändert, ohne dass sich an ihm selbst was verändert. Ja. Das ist der Kampf für Holofeeling. Das ist tausendfach und du wirst merken, du wirst es immer wieder wiederholen und immer wieder wiederholen und du fällst immer wieder in diese Verwechslung mit einer personifizierten Rolle. Du verwechselst dich mit einem Gedanken von dir. Holofeeling sagt ganz einfach, solange du Geist, du Gott, du Bewusstsein, dich mit einer ganz bestimmten Information, die in dir auftaucht, verwechselst und sagst, das bin ich, befindest du dich in der Hölle. Was man symbolisch meint, die Hölle. Ja, klar. Die kann aber auch hochinteressant sein, kann man schöne Filme drüber machen. Aha. Wenn du mal aufgehört hast, einseitig zu werden. Aha. Ja. Darum bin ich jetzt die letzten Selbstgespräche immer nur in diesem banalen Bereich. Ich nenne es mal diesen banalen Bereich. Weil der mir viel wichtig ist, wie das du auffächern kannst und Wörter auffächern kannst. Ja. Darum habe ich dir jetzt nochmal hier dieses Video empfohlen. Diese Holofeeling offenbart den mathematischen Druckfluss aller wissenschaftlichen Experimente. Wir wissen ja, was Experiment bedeutet. Dass man hier ganz, ganz definitiv hier sich das wieder bewusst macht. Was bin ich selbst und was sind meine ständig wechselnden Informationen? Und das, nirgends wird dir das genauer beschrieben wie in den Physikbüchern. Und da geht es erst einmal los, dass man hier diese Autoritätshörigkeit in Bezug auf irgendwelche ausgedachten Autoritäten, der Autor, Autor ist das Selbst, der Mathematiker, das ist hier übrigens in diesem kleinen Video, kannst du das ganz am Anfang erklären, was bedeutet Mathematik? Das ist übrigens noch der alte Geometrie Explorer, die alte Anzeige, die hat sich ja im Laufe der Zeit ganz schön weiterentwickelt. Dass das nicht bewundernswert ist. Wenn du Priester, die du dir ausdenkst, diese Figuren, die musst du nicht bewundern, du musst das Priester bewundern. Da muss ich wissen, was Ester bedeutet. Und dann wirst du merken, es sind alles Schwätzer. Ja. Und ich bin schuld, dass es so ist. Du könntest nur andere Menschen ausdenken, sie bleiben dann trotzdem auch Gedanken. Liebevolle Menschen ausdenken. Gedanken von dir kriegen das nicht mit, was du denkst. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das ist unsere Ausgangsbasis. Ja. Und alles, was du dann für andere tust, tust du für dich selber, weil du alle Rollen spielst. Ja. Es gibt bloß einen Geist. Ja. Das ist, wenn man da mal zuhört. Das baut auf dem Peak, auf der Weisheit Gottes. Und der sagt zu dir, ich bin du. Zumindest bist du ein winziger Teil von mir, jetzt rein rot, geistig gelesen, warum nenne ich das Geistesform?
Ich erkläre dir deine ureigenste Meinung. Holofeeling ist das, was dir das erzählt, was wirklich wie ichtig ist, was sich im Zentrum befindet und ständig wie eine atmende Kugel, KGL, zwar die Welle natürlich schon komplexer in der Sphäre, aufbaut. Darum haben wir diese gigantischen Wissenselemente und da zählen jetzt alle Wissenselemente dazu. Nicht nur die Naturwissenschaft oder die Chemie und so H2O. Es ist immer dieselbe Geschichte, ganz simpel, ganz einfach. Das ist eben alles, was sich widerspricht, ist auf einer höheren Ebene eins. Das unendlich kompliziert ist eigentlich unendlich einfach. Aber nur für einen Geist, dem bewusst ist, was jetzt da ist, in einem ständigen Wechsel und was im Meer ist, was El Hayom ist, was dieser Name Gott in der Bibel. Im Anfang erschuf Gott. Bereshit, inmitten dieses Gottes erschafft Gott. El Hayom, Gott das Meer. Was erschafft er? Seine Gedankenwelt. Ja, aber es muss installiert sein, Udo. Richtig. Und ja, solange du immer wieder wegglitschst, solange du dich versuchst, es ist einfach, schau die Kinder symbolisch in deinem Traum an. Und ich sage jetzt, für was interessiert sich? Wir machen einfach mal ein menschliches Wesen, ein kleines Äffchen, egal wie alt wir das definieren. Du kannst genau, wenn du die Figuren in deinem Traum beobachtest, schauen, für was interessieren die sich. Und es mag was ganz was anderes sein, wo du dich dafür interessierst, dann wirst du beobachten, dass wenn du dich, ist ja auch nur eine Figur in deinem Traum, dass du ständig werdest, ob das wichtig oder nicht wichtig ist. Ich sage, in jedem Leben lernst du was anderes. Hättest du die andere Logik, wäre das für dich auch wichtig. Richtig, wichtig. Ist schon interessant, wenn ich immer in meiner fränkischen Sprache sage, immer wichtig, jetzt noch falsch geschrieben gibt es nicht. Aber ich dick oder dick sage, es ist immer der mittelste, wenn du das in Gematrix Explorer eingibst. Aber ich sage eigentlich wichtig, ich. Ich. Ich, ja. Wir sind so beim Schauen, auch in der normalen, selbst wenn einer hier normales Hochdeutsch spricht, wirst du merken, es verschwimmt die Wichtigkeit, Wichtigkeit. Das ist genau zuhören, ob das richtig ausgesprochen wird. Meistens ist wichtig. Da steckt der Wicht. Schon mit drin habe ich drauf hingeschrieben. Was ist ein Wicht? Der Wicht. Das doppelt aufgespannt ist, unser W. Doppelt aufgespannt, das ja. Ist alles. Ja. Feeling ist halt, dass jede Kleinigkeit, jede Behauptung in einem Buch stimmt. Fehlerhaft ist es dann, wenn du sagst, das stimmt nicht, das ist falsch, das ist verkehrt. Ich sage, ja gut, das ist die Kehrseite. Das ist pervers. Ich sage, das ist herumgedreht. Das ist genau das Spiegelbild von dir selber. Heiligkeit ist es, ganzheitlich zu sehen. Und dazu brauche ich kein Wissen, sondern Liebe, allumfassende Liebe. Das ist das schöne Beispiel wieder, wo ich sage, mit den Teilen, an die du denkst, wenn du an deinen Körper denkst. Du kannst nicht sagen, das Gehirn ist wichtiger. Kannst du natürlich sagen, ist aber eine Fehleinschätzung, wie der Darm. Mein Kabelstecker im Auto Beispiel. Das ist so simpel, so unendlich einfach. Und du bist der kleine Kabelstecker, der verantwortlich ist, ob deine Welt funktioniert oder nicht funktioniert. Und jetzt denk an deine Welt. Funktioniert deine Welt schon harmonisch richtig oder noch extrem einseitig? Was ist die Welt als Ding an sich? Der polare Rand. Es ist einfach nur der polare Rand. Diese schöne Welt der Symbolik, wenn man sie geistreich sieht. Und dann merkst du rudimentär in der Traumdeutung, in der Symbolik deiner Welt, deiner Schimmelpilzkolonie, ist das alles ganz, ganz rudimentär drinnen. Aber extrem unausgeglichen, unausgegoren, weil immer noch das Anstreben von Einseitigkeiten. Das Ziel ist, ich will gesund sein, wir wollen glücklich sein, wir wollen reich sein. Ich sage, dann wollt ihr die Gegenseite nicht sein. Und das ist die Entheiligung. Ja, das materialistische Programm ist ja so gestaltet, dass, wenn man sich das mal ansieht. Also da kann ich gar nicht, ich kann da gar nichts mehr dazu sagen, Udo. Gibt es nichts zu diskutieren. Wenn man nicht diskutiert, hat es nicht verstanden. Es ist Geistlosigkeit. Ja. Religion, ja, ist Esoterik, ist Geistlosigkeit. Das Wesentliche wird nicht angesprochen. Es nützt nichts, wenn du sagst, ich bin ja Geist. Ich sage, schau in dich rein. Ein ausgedachter Geist ist noch kein Geist. Da ist der kleine Trick mit dem Roten. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann. Dann bist du Geist. Ja. Du bist etwas, was als Ding an sich dient, das Gesetz Gottes, das Gesetz des Geistes, nicht existieren kann. Das ist die Grundvoraussetzung für ein ewiges Leben. Erleben ist, dass du selbst etwas bist, was nicht existiert. Ja. Ja. Und das bist du sofort überprüfbar.
Und was denkst du, wenn du nicht selbst denkst? Das ist so ein Satz, der tausende Male vorkommt. Kannst du nicht denken. Wenn du den verstehst, hast du alles verstanden. Dass du was anders bist wie eine Existenz, die du dir ausdenkst. Egal an was du denkst, es ändert nichts an dem, der sich das ausdenkt. Das, wie sagt Udo immer so schön, ich erkläre dir etwas, was durch jedes Wort, das ich jetzt ausspreche, zerstört wird. Das heilige Ganze. Ja. Das heilige Ganze, das zuerst einmal die erste Welle aufschmeißt. Das ist Jotia und Itia Rot. Immer noch sehr abstrakt. Wir können das hier Meer, Ebbe und Flut nennen. Die Grundwelle, wenn man in die Physik geht. Aber das ist alles ganz, ganz, lass spiel dein Leben, beobachte dich. Aber weil jetzt wirklich zum bewussten Beobachter, Tierchen gucken. Und den Zustand hast du erst, wenn du was beobachten kannst, ohne in irgendeiner Form das Bedürfnis zu haben, dich einmischen zu wollen oder irgendetwas, was in dir auftaucht jetzt für einen kleinen Moment, anders haben zu wollen, wie es ist. Dann bist du ein wertfreier Beobachter. Ein Tierforscher will die Tiere nicht verändern. Er beobachtet Interessen der Tiere, Brutverhalten, Sexualverhalten, Wünsche, Ablehnungen. Und vor allem wird dir bewusst diese einseitigen Ziele, die angestrebt werden. Und jedes Anstreben eines einseitigen Ziels ist Selbstentheiligung. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Alles, was ich denke, sind Facetten von mir selbst. Da musste ich schon ganz erholen. Jetzt limitiert im wahrsten Sinne dieses Wortes aufgrund des Programms, das ich zum Denken benutze, weil aus dem Programm kann ich ja nur das herausgenerieren, was das Programm hergibt. Aber jetzt wird es interessant, jedes Programm kann unendlich viele Bilder aufschmeißen. Denk an das Mandelbrot-Fraktal. Ein Iterationsprogramm kann unendlich viele Bilder aufschmeißen. Das ist unser X plus 1 ist neues X. Da tauchen unendlich viele Zahlen auf. Aber das sind die natürlichen Zahlen. Ich kann auch unten ein Programm reinsetzen, das jetzt irrationale Zahlen aufschmeißt. Oder was ganz was anderes aufschmeißt. Alles möglich. Das führt uns jetzt in diese mathematische Hirnwichserei von Gödel mit den verschiedenen Unendlichkeiten. Aber da muss ich einmal wissen, was unendlich ist, und das wissen die nicht. Das sind Hirnwichsereien. Oder 1 plus 2 plus 3 Bündchen, Bündchen ist minus 1 Zwölftel. Und dann kann der dann noch andere Rechenwege zeigen, die eigentlich die eine Hand gibt, die andere. Das sind alles Sackgassen. Das ist zerdacht. Geh wieder zurück in das einfache Denken. Was bin ich und was sind meine Gedanken? Was bin ich, wenn ich ein träumender Geist bin? Ich sag's dir, dann bin ich ein Gedanke von mir, weil ich denke mich jetzt als einen träumenden Geist. Das ist die Antwort. Ja. Ja. Was bin ich, wenn ich ein träumender Geist bin? Ein Gedanke, den ich jetzt denke. Ja. Aber ich jetzt sage, ich bin dieser Körper und ich bin ein Mensch. Dann frage ich dich, was ist ein Mensch und was denkst du bei dem Wort Menschen? Du musst nur dich selber fragen, was denke ich jetzt aufgrund dieses oder jenes Wortes an? Was denkst du bei dem Wort Merkel? An was denkst du bei dem Wort Putin? Und du wirst feststellen, an was denke ich bei dem Wort Küche? Ah. Jetzt hast du mal das Wort Küche, das Wort Merkel, den Gedanken. Mehr ist nicht. Nee, alles, was du jetzt, wenn du in diesen Ordner, was du aus dem Wort magst, an Vorstellungen, entsteht, weil du aus dem Wort in Maßsetzung deines zwanghaften Programms aus diesem Wort genau diese Vorstellung heraus generierst. Genau. Schon sehr. Eine ausgedachte Merkel oder Budin könnte dann anders sein, wie du sie dir ausdenkst. Und jetzt schau in dich rein und mach dir bewusst, ist es nicht so, dass du dir hundertprozentig sicher bist, dass der da außen rumläuft, auch wenn du nicht, und dass der genauso ist, wie du ihn dir jetzt ausdenkst? Dasselbe gilt, wenn du an Udo Petscher denkst. Oder an dich selbst denkst, dann taucht irgendwas in dir auf, das genauso ist, wie du das denkst. Ein hilfloser Mensch, ein armer Mensch, keiner weiß, wie genial ich bin, warum bin ich so hässlich, oh, ich bin ja so toll, ich bin ja so schön, ist ja alles so nice. Das ist alles ausgedachte Sachen. Dann, wenn sie festhalten in ihrer Demokratie, dass irgendwelche vollkommen geistlose Idioten meinen, die können da mitbestimmen, und die Politiker, die sie kritisieren, sind bloß die Spiegelbilder ihrer eigenen Geistlosigkeit. Es ist die Welt, die schlimme Welt da außen, ist so schlimm, wie du sie dir ausdenkst, oder sie ist so schön und so gut und so göttlich perfekt, wie du sie dir ausdenkst. Und ich würde dir jetzt einfach mal bei aller Bescheidenheit den Vorschlag geben, glaube an eine absolut göttliche Perfektion, von der du überhaupt nichts mitkriegst. Ja, das
Genau so ist es. Weißt du, bei Holofilling ist es wie ein Kind, das sagt, ich brauche nicht lesen und schreiben. Ich habe meine Mama und mein Papa, die lesen mir die Märchen vor. Ich will das gar nicht selber. Bin ich denn blöd? Wieso soll ich selber lesen lernen, wenn die mir das vorlesen? Ja. Oder jetzt sagt man, ich habe meinen MP3-Player, ich kann mir Audiobooks kaufen, da kann ich es anhören, da muss ich ja nicht lesen lernen. Es geht um Lernen. Das ganze Leben ist ein Lernprozess, der sich über die Ewigkeit verteilt. Was auch immer Ewigkeit ist, das ewige Hier und Jetzt, das passiert hier und jetzt. Ja. Ich kann dir nur sagen, hier, Holofilling ist das größte Geschenk, was dir Geist überhaupt gemacht werden kann. Ja, ist es. Wenn du es nicht willst oder weil die Reife noch fehlt, es wird wieder in dir auftauchen. Wo du aber gar nicht weiterkommst, ist mit Einseitigkeit und Lieblosigkeit. Ah, klar. Und es ist was Intimes, du musst mit keinem drüber reden. Du weißt, ich sage das immer wieder, wenn dann diese Sektenkeule kommt. Das ist jetzt wie bei Querdenker oder was. Das ist Faschismus pur. Es ist vollkommen gleichgültig, ob es eine rechtsfaschistische Logik oder eine linksfaschistische Logik ist. Unser Konstantin Wecker sind Einseitigkeiten, die man intronisieren will und Feindbilder, die man bekämpft, weil man meint, wenn meine Vorstellung von richtig da ist, und ich sage immer wieder, wie geistlos bist du, wenn du jetzt meinst, wenn nur noch die Sonne scheint, ohne dass du Randparameter mit veränderst auf deiner Erde, wenn man Sonnenschein als Frieden definiert. Wird in kürzester Zeit alles kaputt gehen. In deiner jetzigen verlogenen Welt, die nur noch geldgeil ist, weil Geld sie am Leben erhält. Die Elite deiner Welt predigt nicht anders. Wieso sind die noch da? Weil das noch in dir drin ist. Schau doch einmal ganz selbst ehrlich in dich rein, inwieweit ist in dir noch der Glauben, dass du Geld zum Überleben brauchst. Schau in dich rein und stell dir selbst deiner Logik die Frage, inwieweit habe ich noch eine panische Angst, diesen Körper zu verlieren. Habe ich das wirklich verstanden, was Holofeeling, was der Udo Brüssel mir jetzt, dieser Lautsprecher, erklärt? Du bist doch auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Schau in dich rein und beantworte dir das selbst ehrlich. Ist es wirklich verstanden oder erscheint es dir bloß logisch? Aber sobald was hinkommt, wenn ich jetzt irgendwas ist, dass mir die Kohle ausgeht, dass ich aus der Wohnung rausfliege, du konstruierst jetzt Zukunft. Du konstruierst Zukunft mit deiner Logik. Ja, Zukunft, ja. Und dann kann der Udo tausendmal sagen, du bist, es gibt keine Zukunft, es gibt die Zukunft, die du selber magst, bis in alle Ewigkeit. Ja. Du wirst diesen Körper bis in alle Ewigkeit besitzen. Du wirst jeden Morgen als 78-jährige Frau aufwachen, wenn du willst. Oder als 80-jährige. Oder als 30-jährige, immer und immer wieder. Und nur durch die Lernprozesse geht es immer einen Schritt weiter, bis du an den Punkt kommst, wo eben die Raube zu einem Schmetterling werden muss. Das heißt, du musst dich in dir auflösen. Die 200 Gramm Neurodegnete muss ich eine vollkommen neue Form geben. Dazu brauche ich ein höherwertiges Programm, das ist Holofeeling. Und da geht es nicht um irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Meine Botschaft richtet sich nicht an irgendwelche von dir ausgedachte Menschen. Das ist das Geschenk. Das kann jetzt, was ich jetzt sage, kannst du, egal wie alt du bist. Wobei ich dann immer wieder sage, du musst dann trotzdem deine Rolle weiterspielen, bis du dann in diese Wechseljahre, bis du in das Höhere kommst. Bloß wenn ich das vorher schon weiß, selbst wenn ich jetzt 20 bin und ich weiß, das gehe ich ganz anders damit um. Ja, klar. Und das Hartnäckige des chronologischen Denkens, des Vorher- und Nachher-Denkens, wenn du wirklich installiert hast, dass jeder Moment jetzt ist und dass dieses Jetzt, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, dass chronologische Zeitvorstellungen was Subjektives sind. Eine Sekunde, 1000 Jahre, ja. Erdkugel, das ist was. Es sind Informationen, die gleich groß sind. Es sind zwei Kreise auf dem Bildschirm, wo ich sage, das ist das und das ist das. Genauso sagst du jetzt, das ist der Udo, das ist die Helga und das ist die Andrea. Und was ist wirklich da? Bewusstsein weiß, was jetzt da ist und was es selbst ist. Rot gelesen. Da jetzt blau gelesen. Geöffnete Schöpfung 4.1 oder geöffneter Augenblick 4.70. Jetzt natürlich ohne Holofeeling ist schon wieder was meint der da? Ganz einfach, ich erzähle dir jetzt, was ich habe aus dem Buchstaben einfach bloß Zahlen gemacht. Jetzt könnte ich natürlich in die Sprache reinbringen mit Namen, mit Nähen, mit Annäherung, was das eigentlich alles bedeutet, aber lass mal es. Gibt es genügend zu lesen? Ja, ist alles da. Muss ich nur machen. Es ist dilettantisch, ist es nicht. Es ist bloß sehr, sehr viel. Und ich kann immer wieder verweisen, wenn man jetzt ein bisschen in die Farblesung reingeht, es sind zwei
Das sind jetzt so Elementar-Selbstgespräche, wo ich sehr, sehr konzentriert bin. Und dann Büchern haben wir natürlich zuerst einmal die Einstiege in normalen Schwarz-Weiß-Lesen, die Achtung und Wahrungseinstiegsbände, die sehr in einer normalen Sprache gehalten sind. Und wenn man dann ein bisschen das Rot-Blau versteht, es sind auch zwei Schriften, muss ich gleich nachschauen, kriege ich gleich ein Blackout jetzt. Was ich empfehle, wenn man in die Farbe geht, das ist Jahwes Spiel der Liebe. Und Jahwes Erkenntnis. Das wurde jetzt ein paar Mal schon reingestellt. Was hier interessant ist, ich mache mal, ich habe die ganz kurz aufgemacht, dass hier das Anfang, das ist alles auf der Holofeeling-Seite drauf, dass hier wirklich, ich sage, all die normalen Selbstgespräche sind so in einer Sprache, da ist kein einziger Satz diskutierbar. Ja. Das ist schon das Rot-Blau, wenn ich weiß, das ist nicht denkbar, das bist du und der Leser ist das, was du zu sein glaubst. Die Frage, warum bin ich dieses blaue Ich, warum ist jetzt dieser, das kleine blaue Ich ist der Körper, an den du denkst, warum bin ich eigentlich hier? Ganz einfach, du hast bisher immer nur die Falschen danach gefragt, nämlich weltlich gesinnte Menschen, das sind Gedanken von dir, du fragst Gedanken, wer du selbst bist. Du fragst einen Gedanken, den du dir denkst, wer du bist. Nee. Kann dir dieser Gedanke beantworten? Nein. Nur der Geist in dir selbst kann dir diese Frage beantworten. Das bin ich bin du. Ja. Ja. Verwechsle den anerzogenen Intellekt eines studierten Menschen nicht mit Geist. Ein gebildeter Mensch ist ein Eingebildeter. Ein Bild, das du in dich einbildest. Ja. Kann und wird dir immer nur das erzählen und erklären, was ihm selbst logisch und richtig erscheint. Was man ihm erzählt hat, denken wir uns jetzt aus. Ja. Aber kann ich einen Gedanken von mir was erzählen? Ist nicht der Mensch, den ich jetzt denke, egal was ich bei dem Wort Mensch denke, eigentlich nur Gedanke? Kann ich einen Gedanken von mir erzählen, was er ist? Nein. Da gibt es nichts zu diskutieren. Die göttliche Weisheit kennt er auch nur vom Hörensagen. So denke ich mir das zumindest. Willst du klares Wasser trinken? Das ist El Hayom, Gott, das Meer, das ist der Geist selbst, dann musst du zur eigentlichen Quelle aller wahrgenommenen Erscheinungen gehen. Und die befindet sich in dir selbst. Das bist du selbst. Ja. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Du bist immer El Hayom, Gott, das Meer und alles, was du denkst, sind werden die in dir auftauchen. Ja. Jetzt kommen die schönen weißen Sprechzeit der Bibel. So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Ja. Korinther 3, 17, 18. Niemand betrüge sich selbst, das ist ein rotes Ich, welcher sich unter euch dingt, weise zu sein, der werde ein Narr in dieser Welt. Der größte Narr in deiner Welt ist der Brösel Udo. Dass er dadurch möge weise sein, denn diese Welt Weisheit ist Torheit bei Gott. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es vollkommen geistlose Idioten sind. Es sind Gedanken von dir. Ja. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er jetzt von mir gedacht wird. Bist du schon ich? Bist du alles verzeihen, die alles liebende Liebe, die alles verzeihende Liebe? Denn es steht geschrieben, die Weisen der Welt erhascht er in ihrer Klugheit. Und abermals der Herr weiß, dass diese weisen Gedanken eitel sind. Darum rühme sich niemand eines Menschen. Rühme dich nicht, dass du der bist, der du zu sein glaubst, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Es ist alles euer. Jeder Gedanke, den du denkst, ist dein Gedanke. Und fliehe der weltlichen Unzucht, eure falsche Erziehung. Da steht übrigens Porneion. Da kommt das Porno her. Steht auch für Götzendienst. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Ehebruch begeht, der sündigt an seinem eigenen Leib. Ehebruch ist, wenn du dich von deiner Frau trennst und die Frau ist deine Welt, weil du meinst, die ist da außen und ich habe damit nichts zu tun. Ja. Und wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, weil ich im Zentrum deines Schädels hinter den Augen ist ein Teil Perspektive dann vom absoluten Innern ist, der in euch ist. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Und ich bin der, der ich zu sein behaupte. Nämlich du. Ich bin du. Ja. Welche ihr habt von Gott und ihr glaubt dennoch, ihr seid nicht euer selbst.
Korinther 6, 18, 19. Ist das religiöses Geschwätz? Oder ist es das, was ist? Was wissen die Pfarrer davon? Was wissen eure Bischöfe und Kardinäle davon? Ja, nichts. Ich frage dich jetzt, was weiß ein Gedanke, den du dir ausdenkst davon? Ja, das, was du dir denkst, was die wissen. Ja. Weil ein Gedanke, den du dir denkst, ein Mensch, den du dir denkst, ist wie eine Kiste, die du dir denkst. Das ist ein Uno-Beispiel. Ja. Denk an eine Kiste, die entsteht in dem Moment, wo du sie denkst. Was ist in dieser Kiste, die du jetzt denkst, drin? Solange du dir nichts reindenkst, gar nichts. Und wenn du dir was reindenkst, ist in die Kiste das drin, was du dir reindenkst. Ja. Und jetzt denk an den Menschen. Denk an das menschliche Gehirn. Was ist in dem Kopf eines Physikers drin? Ja, physikalisches Wissen. Was ist in dem Kopf eines Kardinals drin? Das, was du dir reindenkst. Ja, das ist genauso. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Punkt. Ja. Dein Selbst ist als mein Gotteskind ein unsterblicher göttlicher Geist. Ja. Im Gegensatz dazu stehst du selbst als sterblicher Mensch und anerzogener Intellekt. Zwischen dir selbst und deinem eigentlichen göttlichen Selbst liegt ein steiniger Weg. Ein I, göttlicher ein Geist, ist er. Da habe ich das E-Quadrat noch weggelassen. Ja. Den du selbst durchlebst und als dein eigenes abwechslungsreiches Leben empfindest. Ja. Du Leser selbst bist in diesem Moment de facto nur eine Erscheinung. Das heißt, du stellst jetzt eine bestimmte Erscheinung, genauer noch eine Information in deinem Bewusstsein dar. Das ist dein Selbst. Ja. Du selbst tauchst doch eindeutig immer nur dann in deinem Bewusstsein auf, wenn du an dich selbst, blau an die Person denkst. Kann ich was genauer ausdrücken? Und jetzt lass das als Brösel und der Brösel liest es mit irgendeinem Verwandten, mit deinen Eltern. Dann schau, wie die reagieren und dann wirst du sofort merken, ob die Geist von unserem Geist sind oder ob es einfach nur vergängliche Figuren sind. Tote, die ihre Toten selbst begaben in ihrer geistlosen Rechthaberei. Schau, das sind 50 kleine Seiten, so geht es in einem fort weiter. Das ist Jahwes Spiel der Liebe. Jetzt machen wir ganz kurz. Das habe ich gelesen. Vorwort zu Jahwes Erkenntnis, lieber Lesergeist, das ist genau diese, da gibt es ja viele. Ja. Ich muss schon wieder mal meine Rolle. Mach es, geh weg, schalte ich einfach aus. Hab ich gelesen erst gestern. Ja, alles ist gut. Lieber Lesergeist, im folgenden Selbstgespräch geht es um deine eigene Selbsterkenntnis. Deine eigene Selbsterkenntnis beginnt mit elementarer geistiger Einsicht. Ja. Ich ob es göttlicher Geist wird nur von menschlichem Geist, das ist Bewusstsein, Verstand, aber niemals von intellektuellem Geist. Ja. Ist ein urteilender Verstand eines normalen, ausgedachten Menschen. Ein Programm. Ich kann nur das bewusst beobachten, was mir bewusst wir öffnen. Ich und du. Bewusst wird und ist. Das sind raumzeitliche Erscheinungen oder raumzeitliche Spiegelungen des Intellekts, den ich zum Denken benutze. Ja. Alles, was mir Geist bewusst wir öffnen. Ich brauche dich und du brauchst mich. Ich sage, die Lampe im Projektor, das bist du, braucht eine Energie, das bin ich. Aber du bist auch eine gewisse Art von Energie. Energie, die zu Licht wird, aber Licht, das noch nicht flackert. Ist etwas von mir selbst ausgedachtes. Und dazu gehört auch der momentane Leser dieser Zahlen und sein limitierter weltlicher Verstand, wenn du dran denkst natürlich. Okay? Denn auch dem persönlichen Wissenglauben des Lesers, das hast du von dir selber, kannst du Geist beobachten. All ist nichts und Gott. Les auseinandergeschmissene raumzeitliche Erscheinungen von mir wahrgenommene sind meine ausgedachten Informationen, bla bla bla. Ja. Das sind 21 Seiten. Ja. Es ist hochkonzentriert. In diesen Büchern ist tausendmal mehr Weisheit wie in jedem Philosophiebuch von einem Platon, von einem Sokrates. Das ist alles wundervoll und alles richtig und schön, was da drin steht. Aber der Kern wird nicht so brutal angesprochen wie in Holophilic. Was ist das in mir, das mir Geist meine Einfälle gibt und mich dazu inspiriert, ständig nach völlig neuen Lösungen für mein derzeitiges menschliches Dasein zu suchen? Du hast gerade eine geistreiche Frage an dich selbst gestellt, weil du bist doch der, der sich das ausdenkt, wenn du allein vorsitzt. Sprichst du diese Worte und interpretierst diese Worte? Ja. Du sollst die nicht interpretieren, du sollst dir bewusst machen, was jetzt da ist. Also erhältst du jetzt auch von dir selbst eine geistreiche Antwort. In dem Moment, wo du diese Geräusche hörst, hast du natürlich wieder den Eindruck, das ist die Stimme von einem anderen. Aber was ist, wenn du mit dir ganz alleine bist und das liest? Das sind Selbstgespräche. Ja, jetzt auch. Du hörst dich jetzt auch selbst sprechen. Zumindest bist du derjenige, der seine eigenen Informationen anschaut. Ja. Wahrnimmt.
Du selbst bist ein Teil Ain, jetzt so eigenartig geschrieben, ein nicht existierender, immer seiender Ei. Das ist jetzt hebraisiert. Du bist ein Adliger, ein Machthaber. Das heißt nämlich, du bist ein Machthaber auf Hebräisch. D-A-I-L. Unseres kollektiven, absoluten Geistes. Das wird dir Geist aber erst dann bewusst sein, wenn du schlafen willst, aufhörst, auf den Schöpfer UB hörst. Das machst du in dem Moment, wo du Ohrenbohrungen für voll nimmst und nicht nur für teilweise und falsch und verkehrt. Und endlich damit aufhörst, dir unbewusst selbst folgende geistlose, materialistischen Blödsinn einzureden. Ich bin nur der Leser dieser Zahlen und alles andere bin ich nicht. Ich wurde in der Vergangenheit in eine Welt hineingeboren, die schon da war, vor mir da war und auch noch nach mir da sein wird, wenn ich nach meinem Tod nicht mehr da bin. Solange du Geist diesen geistlosen, materialistischen Blödsinn geistlos nachplapperst, wirst du Geist dich selbst auch weiterhin mit der geistlosen Person verwechseln. Das heißt, mit dem Leser dieser Zahlen, wenn du Geist jetzt bewusst da geöffnete Schöpfung BAI im Nichts beobachten kannst, wie er auf diese Gedanken mit seinem mechanischen Verstand reagiert. Und er, dieser Verstand, er sie befürwortet oder sie ablehnt, weil sie ihm Angst machen. Mensch, erkenn dich selbst und so weiter und so weiter. Ja. Das sind kleine, das ist immer wieder, das wiederholt sich auch in den komplexeren Selbstgesprächen, wenn du in die Hologrammatik reingehst, wenn du in die Holoarithmetik reingehst, das ist immer, der Einstieg ist immer dasselbe und dann wird dir erklärt, wie du funktionierst und wie dieses, was ich dir erzähle, wie diese gigantische Zahlenwelt aufgebaut ist. Ja. Die Bilder, die entspringen aus, wenn ich diese Kristallformen, wenn du siehst, wo ich sage, das sind die Zahlenstrukturen dieser biblischen Verse im Tanach, in der hebräischen, im hebräischen Original. Es sind Zahlenwelten, ich erzähle dir etwas. Ja. Und jetzt komm mir bitte mit diesem ganzen politischen Corona und dem ganzen Geschwätz, ja, wo du dich noch rein fokussierst, weil du vielleicht eine panische Angst um deinen Körper hast, der gar nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Und weil dir dann irgendwelche wieder versuchen, möglichst viele Menschen zu retten. Gedanken zu retten. Es wird so klar, es wird so offensichtlich mit Holofeeling. Und sofort ist man wieder geneigt, dass man irgendwelchen Gedanken, nämlich anderen Menschen, die man lieb hat, das erklären will, dass die auch frei werden. Es gibt nichts, du kannst keinen Gedanken retten. Nicht einmal den, der du zu sein glaubst. Aber manchmal wird man ja auch gefragt. Selbstverständlich. Ja, und ich sage immer wieder, Helga, das ist ja das Spiel jetzt auf der Brösel-Ebene mit dieser Handvoll Holofeeling-Leute, wo ich immer wieder sage, wo sich jetzt einige herauskristallisieren, die wir uns jetzt ausdenken, die wirklich anfangen zu verstehen. Dir muss klar sein, es verstehen nicht diese Gedanken, diese Menschen, die wir uns ausdenken, sondern der Geist ist von, der anfängt mit dem jeweiligen Programm, das Helga-Programm. Helga, schau mal, mit was für einer Geduld habe ich das Spiel mit dir mitgespielt, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, ich weiß. Und da habe ich nicht gesagt, lass es, sondern spiel so lange, bis du es durchschaut hast. Ja, man und macht Erfahrung. Zurück, dann bäumt sich das wieder auf und irgendwann erkennst du die Sinnlosigkeit. Ja, es wird etwas sein, wie du glaubst, dass es ist. Und das ist wieder einseitig angelesenes Wissen. So ist es. Dass ich sage, egal welches Video du dir jetzt aufmachst, die ganzen Berater-Videos. Wenn du jetzt normal denkst, muss dir klar sein, alles, was die rezitieren, ist irgendein bestimmter Bereich aus dem Internet, wo die rezitieren, wo sie meinen, das ist richtig. Die Verschwörungstheoretiker genauso wie die Offiziellen. Aber was ist eigentlich übel, ist, wenn man andere Meinungen unterdrückt. Ja, Demokratie ist freie Meinungsäußerung. Eine Demokratie, die eine Totgeburt ist. Ich kann es nicht oft genug sagen. Weil du kannst nicht vollkommen unbewusst mitbestimmen lassen, was gemacht wird. Denk an mein demokratisches Krankenhaus. Eine Wählerstimme. Es ist eine Waffe. Und du wirst dich hüten, vollkommen Unmündigen, die keine Ahnung haben, eine Waffe in die Hand zu drücken. Aber jetzt ist es, zeig mir die Weisen deiner Welt. Der ist so, das ist auch ein Programm, Demokratie, ich kann ja mitbestimmen. Aber was ist, wenn du krank bist, dann gehst du zu einem angeblichen Fachmann, zu einem Arzt. Sicher. Wie heißt das so schön? Schau einfach jetzt, geh in deine Statistiken, in dein geistiges Internet und dann überprüf doch einfach einmal. In Ich Bin, du hast es ganz einfach, wieso ist noch niemals an aufgefallen, dass mit dem Anwachsen der Ärzte auch die Krankheiten gewachsen sind in der Welt, die du dir ausdenkst? Bruder, ich kenne gar keinen Arzt in meiner Welt. Das Weltliche, lass uns normal bleiben. Deine Welt,
Ganz allgemein, die Phase hast du auch schon. Habe ich die Statistik ist schlichtig und einfach. Es ist eine Statistik, die du anschauen kannst. Und ich sage jetzt immer als mein Udo Brösel-Beispiel, Weißenburg, mein Wunderbeispiel, Kleinstadt, die ich mir jetzt ausdenke, die seit 50, 60 Jahren plus minus immer um 18.000 Einwohner hat. Ich garantiere dir, die letzte seit 1980 hat sich die Anzahl der Ärzte in Weißenburg mehr als verzwanzigfacht. Das glaube ich, ja. Und dann wird dir ständig erzählt, wenn du mal wirklich ganzheitlich denkst, was jetzt da ist, wird dir ständig erzählt, dass hier so und so lang in ein paar Jahren haben wir den Krebs im Griff. Und dann schaust du einfach, wie jetzt die ganzen Tabellen über die Sterbezahlen oder die Tabellen, die offiziellen in deiner Welt, die Zahlen, wo du einfach siehst, da sind nicht mehr gestorben. Also was soll der ganze Geiz? Wie kannst du das überhaupt geben? Wissen die das nicht? Ich sage, deine Gedanken, du fragst jetzt wieder, du denkst dir jemanden aus und du bist entsetzt, warum die das nicht wissen, weil du das eigentliche Prinzip, was du selbst bist und was deine Gedanken doch nicht verstanden hast. Du bist die Quelle für das. Wie viel Scheiß muss ich dir noch einspielen? Aber wir bleiben mal, wir schauen mal die Krebszahlen an und du wirst feststellen, in den letzten 20, 25 Jahren ist kontinuierlich die Krebsfälle angestiegen. Und die Ärzte, die mit angestiegen sind, weil man gut Geld verdienen kann, das ist das Prinzip des Kapitalismus, des Todbringen der Verbrechen, erzählen die, laufen in ein paar Jahren, sind wir so weit, dann haben wir den Krebs besiegt. Und wenn du jetzt selber ein Arzt bist, ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil dann wird dein Ego sich aufbäumen und du wirst, wenn du ein Politiker bist, egal wen du angreifst, ein Ego, das du angreifst, bäumt sich auf und fängt, weil so programmiert ist, es kann nicht anders. Du musst diese Ebene des Druck und Gegendruck, des richtig und verkehrt, komplett verlassen haben. Du musst dich drüber erheben und musst wissen, es sind Gedankenwellen, wo du die oder die Seite anschaust. Und es geht nicht mehr bei einer absoluten Entscheidung darum, dass du dich für eine dieser zwei Seiten entscheidest. Ich nenne das Kategorie 2 Fragen. Ist es richtig oder verkehrt? Stimmt es oder stimmt es nicht? Ist es gut oder böse? Musst du komplett in dir erkennen, sobald dein Intellekt wieder eine Kategorie 2 Frage sich selber stellt, dir Geist stellt und du strebst schon wieder eine Seite an. Du willst wissen, stimmt jetzt das oder stimmt es nicht? Streich es weg. Naja. Ich sage jetzt, Udo, ist jetzt der Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist Wetter jetzt eigentlich Sonnenschein oder Regen? Ist der Küche jetzt eigentlich ein Herd oder ein Kühlschrank? Dann sagst du, was sind das für blöde Fragen? Ich mag es komplexer. Ist eine Wohnung jetzt eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche oder bla bla bla? Das sind geistlose Fragen. Ja, das sind die Fragen deiner Menschheit. Weil sie wollen ja nur an das Richtige glauben. Sie wollen ja nur gesund sein. Sie wollen ja nur möglichst lange leben. Damit werden sie ewig sterben, bis sie das begreifen, was Ewigkeit bedeutet. Zukunft und Vergangenheit. Was immer nur ein Moment ist im Hier und Jetzt. Ganz einfache Worte. Und im Hintergrund dann kommt dieses Neugier. Du verlagerst dein Interesse. Wie funktioniert das wirklich? Das ist wie, wenn ich jetzt nicht mehr am Computer sitze, als junge Handy, nur Handy, Facebook, alles geht durch deine Stadt und schau die Menschen um dich herum an und sie glotzen nur noch, da sitzen drei auf einer Parkbank und die glotzt, jeder glotzt in sein Handy rein. Ist das ein Segen für die Menschheit? Das ist die Seuche, nicht Corona. Ja. Hängst du an dieser Seuche? Schau dich doch selber an, wie du handysüchtig bist oder internetsüchtig bist. Es ist natürlich jetzt eine einseitige Aussage, mir ist das vollkommen bewusst. Es ist auch keine Kritik. Nochmal, ich kritisiere nicht etwas, was ich in dir erschaffe. Bist du schon ich, der das anders sieht? Immer zwei Seiten. Umso positiver was wird, umso negativer wird es. Und jetzt mache ich eine kleine Lösung dazu. Es ist ein Unterschied, ob du ein Anwender bist von dieser Internetwelt. Das heißt, dass du da reingehst, dich auf einzelne Seiten fokussierst. Was da neu ist, da und da, egal in welche Bereiche, was dich interessiert. Du kannst dir bewusst machen, in welche winzige Facette des Heiligen Ganzen du dich reinfokussierst, weil das für dich wichtiger ist wie alles andere, was dich nicht interessiert. Und du machst jetzt einen kompletten Bruch und du fängst dich dafür zu interessieren an, wie funktioniert das Internet als Ding an sich und wie funktioniert zuerst einmal mein Computer. Ich verlagere den Fokus drauf auf das Funktionssystem der Maschine und nicht auf die Bilder, die hier aufgeschmissen werden, auf irgendwelche Seiten. Ich habe ein paar Mal gesagt, jetzt wieder Udo Brösel als Beispiel, dass in meiner Welt, ich rede jetzt als ganz normaler Mensch, ich sehr schnell festgestellt habe, mein Beispiel war Schach. Irgendwann lernst du als Kind Schach spielen. Dass ich ein miserabler Schachspieler war.
Aber nicht, weil ich das nicht gekonnt hätte, sondern es hat mich so gelangweilt. Was mich immer interessiert ist, wie funktioniert das Spiel Schach? Mich haben die Regeln interessiert und sobald ich die Regeln habe, habe ich keinen Sinn gesehen, mit irgendeinem Freund von mir Schach zu spielen und ihm zu beweisen, dass ich besser hochrechnen kann innerhalb dieses Regelsystems. Für mich ist das Regelsystem langweilig geworden, nachdem ich das System durchschaut habe. In dem Moment, wo du einen momentan von dir vorgestellten Computer komplett durchschaut hast, wie der funktioniert. Es ist auch als Radio- und Fernsehtechniker. Das ist, wie funktioniert der Fernseher? Wie geht es, dass ich da so farbige Bilder auf dem Bildschirm aufbaue? Wie macht man das eigentlich hier mit einer Trägerwelle, die ich mir ausdenke von einem Sender? Du wirst feststellen, die Funktion eines alten Röhrenfarbfernsehers, das ist jetzt wieder eine Sache, das springt ja dann jetzt in der Digitaltechnik um, ist ein ganz anderes Prinzip. Ein Aufbau. Der Übergang war nicht kompatibel, du musst es parallel laufen. Jetzt hat mir analog abgeschaltet. Weil analog und digital zwei komplett andere Sachen sind. Das ist ein komplexeres System wieder. Das ist wie wenn ich Basic und Windows auch. Und wie die Sachen funktionieren, wenn du dich einmal da dafür anfängst zu interessieren. Aber das zeigt jetzt wieder deine Reife. Du kannst es nicht erzwingen. Darum sage ich, mach dir keine Gedanken. Das, was du in dem Leben zu leben hast, das kriegst du vorgesetzt. Und wenn dich jetzt zum Beispiel die Vordersprache nicht interessiert, in die Tiefe, in den wirklichen Wortsinn zu gehen, was du ganz leicht kannst, indem du in Wörterbücher reinschaust. Das stimmt alles, was drin steht. Aber hast du das verstanden? Das ist ja das Verrückte, wenn du reinschaust, solche Sätze wie die dimensionslose Geschwindigkeit. Das gibt übrigens dasselbe in der Dirac-Gleichung, findest du das Wort koordinatenlos. Keine Koordinaten. Das ist nichts anderes. Die Vektoren und Skalare, wenn du dann anschaust, die Vektoren sind koordinatenlos. Das sind nur die Richtungen, die angegeben werden. Das ist dimensionslos, weil sich das alles in einem Punkt abspielt. Wir nennen das in dem absoluten Mittelpunkt. Das ist das eigentliche Zentrum unserer Tetraederstruktur. Das ist ein vollkommen neues digitales Weltbild. Jetzt lassen wir es gut sein. Oder danke erstmal. Danke. Ich danke auch. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Spiel noch eine Runde. Lies, schau dir die Gespräche an und hör dir die drei Teile an von dem Selbstgespräch, wo ich dir gerade gezeigt habe. Ja. Mal ganz bewusst sich das anhören. Mache ich. Ist ein Vorschlag. Ein reiner Vorschlag. Und dir Ja. Zeit lassen. Es Und ändert alles in deiner Welt. Du wirst zufällig, es werden Wunder passieren ohne Ende, wenn du dich darauf einlässt. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Ich habe kein Problem damit. okay, danke. Tschüssi.